Hallöchen an meine lieben YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem besonderen Stream. Und zwar testen wir heute ein neues Game, das gerade erst Ende Februar released worden ist. Garden Life Ecosystem Simulator. Ich habe damals die Demo schon angespielt. Und jetzt ist das Game tatsächlich draußen. Es ist von österreichischen Entwicklern, was mich sehr, sehr stolz macht als Österreicherin. Und wir testen heute ja, das Game an und werden da auch das Ganze auf Herz und Nieren prüfen, ob das wirklich ein gutes Game ist. Bei der Demo damals hat es mir persönlich schon sehr gefallen. Ich habe einfach die Details so sehr geliebt. Und heute ist das natürlich fertig und wir gucken uns das an. Der Startscreen, ich und der Twitch-Chat haben das vorher schon angeguckt und wir finden es sehr, sehr schön. Das Ganze gibt es gerade für die Xbox und für die PlayStation und für den PC. Und ab 28.03. kommt es auch für die Nintendo Switch raus, was ich sehr, sehr cool finde, dass es auch für die Switch kommt, weil ich glaube, das könnte man richtig, richtig gemütlich auf der Couch oder im Bettchen mit der Switch in der Hand spielen und richtig entspannen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ihr könnt übrigens auch gerne auf Twitch vorbeischauen, wo ich solche Videos auch immer live aufnehme für euch. Und dann kann ich auch mit euch im Chat quatschen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Kommt vorbei, Link ist in der Infobeschreibung. Und ja, da ist der Twitch-Chat. Ihr seht, wie süß der ist. Also, ich an eurer Stelle wäre schon neidisch, da nicht dabei zu sein. Kommt gerne vorbei. Und wir legen jetzt los mit Garden Life Ecosystem Simulator. Es gibt einen Story-Modus und einen Sandbox-Modus im Spiel. Aber wir werden den Story-Modus antesten, weil ich möchte auch mit den Nachbarn und so ein bisschen erfahren, wie deren Story ist und so. Und ja, deswegen werden wir Story-Modus anspielen und uns so langsam verbessern. Wir sind nicht nur süß, wir sind sogar zuckersüß. Ja, das seid ihr. So, wir starten das Game und ich freue mich drauf. Platz Nummer 1. Oh, es ist meine Demo sogar mit drin. Ah, ich habe die Demo schon angespielt. Genau, es gibt hier kreativ. Mit allen Möglichkeiten, die dir offen stehen, kannst du deine Kreativität freien Lauf lassen. Achtung, in diesem Modus wirst du keine Errungenschaften freischalten, weil man natürlich schon alles freigeschaltet hat. Und die Geschichte, tauche in die Welt und die Geschichte von Garden Life ein, während du alle einzigartigen Bewohner kennenlernst, empfohlen für neue Spieler. Und das machen wir auch natürlich. Na, ich freue mich. Hi there. We're happy to welcome you to our community garden and hope that you'll settle in well. As you might have heard, this is a difficult time for us. Robin, who organized and cared for the community garden, was sadly taken from us too soon. We want to honor their memory. That's why we're looking for someone new to take the reins and bring some life back to this community garden. Everyone is super excited to meet you. Anyway, this is the address for the garden. I'll meet you there to get you up and running. I don't want to get ahead of myself, but I know I speak for all of us when I say I can't wait to see what you do. Oh Gott, wie cute. Jasmine. Oh, das wusste ich gar nicht. Das wird in der Demo gar nicht gesagt, wie das anfängt. Heya, I'm Jasmine. It's so great to finally meet you. Oh. Thanks a bunch for stepping up and volunteering. This garden really means a lot to us. Leute, wie ist denn der Sound? Wie ist denn der Sound? Muss mal hier ganz kurz die Szene wechseln. Gut, gut, okay. Also, ich wusste gar, also in der Demo wurde das nicht eingeblendet, dass die Frau von dem Gemeinschaftsgarten gestorben ist und dass wir deswegen den Garten übernehmen. Ich habe das nämlich damals nicht verstanden, warum. Oh Mann, wie traurig. Und das ist Jasmine und direkt mal Props an die Charaktergestaltung, wie hübsch das gezeichnet worden ist. Wunderschön, die Details, einfach perfekt. Ich lieb's so sehr. Okay, sie redet mit uns. Hey, ich bin Jasmine. Es ist so toll, dass wir uns endlich kennenlernen. Auch die Vertonung finde ich richtig süß. Vielen Dank, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Dieser Garten bedeutet uns wirklich viel. Oh. Feel free to have a look around. The garden's not going anywhere. Hallo, Evie. Seh dich hier gerne um. Der Garten verschwindet schon nicht. Okay, und wir sind jetzt hier mit dem Bus angekommen. Shiny. Okay. Hier ist die Bushaltestelle. Und wir sind hier, um eben das Ganze zu übernehmen und uns um diesen Garten zu kümmern.
Und wie schön sieht der Eingang alleine schon bitte aus mit diesem riesengroßen Baum, diesem Weinbaum. So schön. Ja, und hier ist natürlich alles ein bisschen vernachlässigt. I wanted to come by myself, but I've just been so busy. Man sieht, du hast alle Hände voll zu tun. Ich wäre gern selbst vorbeigekommen, aber ich hatte so viel zu tun. And you can look after the garden properly. And I reckon you're going to do great. Aber jetzt bist du ja da. Du kannst dich richtig um den Garten kümmern. Ich bin überzeugt, dass du das gut hinkriegen wirst. Ja, das kriegen wir hin. So, wir... Ja. The best starting point is probably the weeds. You can rip them straight out of the ground. You should buy a sickle. Makes it much faster. Okay, also wir sollten anfangen, Unkraut zu jäten, aber mit einem Sichel, den wir uns kaufen können, werden wir schneller. Oh. Always something to keep you on your toes. Okay. Ein empfindliches Gleichgewicht. Man muss immer die Augen offen halten. Komm ich zurück? Achso, hier. Might keep pests away from your plants, but too many, and all they'll do is steal water. Ein wenig Unkraut im Garten hält vielleicht Schädlinge von den Pflanzen fern, aber zu viel stiehlt nur Wasser. Ja, gut. Also wir müssen das Gleichgewicht halten. Ich finde das gar nicht so langsam ohne Sichel. Oh. Okay. Habe ich gerade nicht Unkraut entfernt? Das ist ein Laubhaufen. Ein Laubhaufen. Obwohl, ich finde, das Unkraut sieht gar nicht schlecht aus. Das sind süße kleine Blumen. Also die haben es sogar geschafft, das Unkraut hübsch zu machen. Das ist toll. Und die Rosen sind aber ein bisschen eingetrocknet, habe ich das Gefühl. Ich glaube, um die müssen wir uns kümmern. Wenn sie nicht schon tot sind. Sieht schon sehr tot aus. Was meint ihr? Wo sind meine Pflanzenprofis im Chat? Meint ihr, dass das noch... dass wir die retten können? Die Komposttonne ist eine hervorragende Methode, um Unkrautlaufhaufen und Pflanzenabfälle zu verarbeiten. Das Ding, oder? Lass sie lange genug da drin, dann werden sie zu Dünger, denen du bei den Pflanzen geben kannst. Which basically means a quick way to a prettier garden. Dadurch wachsen die Pflanzen schneller. Oh, das ist ein Spatz. Nee, ein Rotkehlchen. Guck da oben. Das heißt im Klartext ein schneller Weg zu einem schöneren Garten. Okay, ja, das ist die Komposttonne. Ernsthaft, wie kann man eine Komposttonne so schön machen? Okay, wir haben hier den Laubhaufen und den packen wir hier rein. Ich liebe diese cozy Musik. Okay. Ja, es ist so schön entspannend. Here's a shovel to get rid of all the dead plants. Die letzten Aufräumarbeiten. Hier hast du einen Schaufel, um all die ausgestorbenen Pflanzen zu beseitigen. It's a shame none of the plants made it, but their seeds should still be salvageable. Okay, ja. Wie ich schon gedacht habe, die Pflanzen sind leider tot. Schade, dass keine der Pflanzen überlebt hat, aber ihre Samen dürften noch zu retten sein. Ja, die nehmen wir gleich ab, dann können wir neue Setzlinge machen. Okay, wir haben jetzt eine Schaufel bekommen. Oh, das geht ja schnell. Ich habe eine neue Pflanzenvariante entdeckt. Yay. Uhu. Wir können dann später hier alles richtig schön gestalten und Deko-Elemente kaufen und Pflanze entfernen. Was war das für eine Pflanze? Oh, Narzisse. Oh, Narzissen sind so schön. Aber giftig, Leute. Achtung. Mal kurz Hallo sagen. Hallo, Wenzi, Chris, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hallo, Julia. Bei mir zum Abendbrot gibt es heute Lamia Pinza mit Tomate und Mozzarella. Das klingt sehr lecker. Ihr wollt mir schon wieder Hunger machen. Oh, guckt euch mal das an. Ich will unbedingt zum Glashaus, Leute. Werden wir das heute schaffen? Dass wir heute bis zum Glashaus kommen. Wir müssen da die Brücke reparieren. Aber wenn wir das schaffen würden, das wäre ja genial. Was ist das? Ein Stein, oder? Ein Stein, ja. Ich kann meine Werkzeuge hier abstellen. Ach cool, das wird ja so richtig in den Boden gerammt. Wie süß. Guck mal. Bam. Ah, wie cool. Ja, es ist genau das richtige Game für mich, glaube ich. Ich heb mal die Steine auf. Normaler Felsen, einfach so easy hochgehoben, ne?
kann man hier so platzieren. Oh, süß. Guckt mal, was ist denn das hier? Ein kleines Gartenhäuschen. Oh. Gehörst du zum Inventar? Ich glaube ja. Süß. Weltweite Störung bei Instagram und Facebook. Kommt alle auf Twitch. Zu Playful Dodo. Ah ja, es ist so nervig, dass die immer Probleme haben. Das konnte ich halt auch mal im Stream gar nicht ankündigen. Es ist so blöd. Das Game sieht auch schön aus. Das passt zu dir, das Game. Ja, ich glaube, es ist genau das richtige Game für mich, ne? Dekolager. Okay. Da kann ich meine Steine reinpacken. Ja, klar. Meine Steine werden hier platziert. Und dann ist tatsächlich auch hier was drin. Das ist ja richtig süß. Das kann ich noch nicht benutzen, aber das sieht sehr interessant aus. Ich denke mal, irgendwas mit so Blumenbinden. Ja, sieht so aus. Vielleicht können wir später auch Sträuße machen. Hier, To-Do. Platziere eine Eichhörnchenbank, baue einen Gartenstand auf, organisiere einen Gartenschlauch, lass die Brücke wieder aufbauen. Genau, dann kommen wir nämlich rüber. Da! Lass den Schutt wegräumen, öffne das Gewächshaus! Vervollständige das Pflanzenbuch, hilft Jasmine mit dem Pavillon. Das hört sich doch gut an. Okay, was ist das für ein Buch? Gartenbuch. Oh, Amaryllis. Clematis. Oh, wie schön diese Zeichnungen sind. Okay, die Clematis, da gibt es auch Hinweise drauf, für was die sind. Was passiert hier? War das der Kuckuck? Ach, ja, guck mal. Oh, Spinnennetz. Spinnennetze sind die Traumfänger der Natur, Leute. Die Traumfänger der Natur. Da ist die alte Besitzerin. Aber was ich sagen wollte, die hilft gegen Insekten. Cool. Und wann die wachsen, sieht man hier auch. Frühling, Herbst und Winter. Oh, die Katze schnurrt. Ist das Spiel denn gut spielbar auf dem Steam Deck? Ich habe leider kein Steam Deck. Vielleicht weiß jemand im Chat was davon. Aber auf Steam ist es gut spielbar. Und hallo Glamour Queen, hi. Also da sind alle Pflanzenarten. Wir sehen hier 37 Blumen. Trifft die Dorfbewohner. Das ist Jasmine, dann können wir noch ganz viele andere treffen. Und hier... Ja, ist ein Tutorial. Sehr cool. Also wir halten uns jetzt an die To-Dos. Platziere eine Eichhörnchenbank. Keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Aber ich habe ja schon Samen. Ich probiere jetzt mal mit der Schaufel. Ah nee, ich kann einfach so pflanzen. Aber ich habe ja noch gar keine Gießkanne. Hier, zum Auffüllen Gießkanne ausrüsten. Ich habe noch keine. Habt ihr eine gesehen? Es wird schon abends. Werkzeuglager öffnen. Da ist auch keine drin. Okay, wir müssen uns umgucken. Sonst müssen wir eine kaufen gehen. So, das packen wir mal hier rein. Guck mal, das sind sogar Fliegen und es stinkt. Gießkanne, Gießkanne. So. I see you've brought a rucksack with you too. Smart. I don't think I ever saw Robin without theirs. Okay, wie ich es sehe, hast du einen Rucksack mitgebracht. Schlau. Ich glaube nicht, dass ich Robin jemals ohne einen gesehen habe. Die eignen sich prima, um einfach alles Mögliche hineinzuwerfen. Okay, ich glaube, wir pflanzen mal, weil es kann wirklich sein, dass wir dann erst das bekommen. Vielleicht machen wir hier mal so zum Baum und einen Rosen. Das fände ich ganz süß. Platzier mal zwei. Okay. Ich habe jetzt keine bekommen. Mach Feierabend und nimm den Bus nach Hause. Okay, jetzt haben wir die zwar gepflanzt, aber ich hätte ja noch drei Samen. So, links, rechts gucken. Die Straße sieht übrigens richtig niedlich aus. Wir haben uns das noch gar nicht angeguckt. Die Lieferkiste. Cool. Und hier? Das Brett ist leer. Schau später nochmal vorbei. Das sieht aber nicht leer aus. Neugebauer Landscaping. New Fence. Oh, cool.
Change your fence. Wir brauchen einen neuen Zaun. Der sieht nämlich schon richtig alt und schäbig aus. For a new coat of... For a new coat of paint. Farbe. Aber ich finde das Häuschen eigentlich ziemlich süß, so wie es ist. Aber können wir natürlich auch auffrischen, ne? So, links, rechts, passt. Nach Hause gehen. Oh, süß! Ein neuer Tag beginnt. Oh, sie schreckt mich die ganze Zeit voll. So, wir sind bei Rot über die Straße gegangen. Upsi. So. Mal gucken, was wir heute zu tun haben. Auf jeden Fall ist wieder Unkraut gewachsen. Oben rechts steht deine aktuelle Hauptquest. Hallo Spanierin, danke dir. Nur steht oben rechts nichts bei mir. Warum ist das so ein Froschzeichen? Okay, ich kann sogar Fotos machen. Okay, wir machen jetzt ein Vorher-Foto. Wie es am Anfang aussah. Damit wir das dann vergleichen können, wie es später aussieht. So. Ich habe gerade keine aktiven Anfragen abzuliefern. Okay, ich kann Anfragen später annehmen. Hier haben wir die Uhrzeit. Ach, süß. Das seht ihr gerade gar nicht. Da kommt so eine kleine Uhr rein. Links. Lagerhaltung. Verwende, um Hotbar-Slots zu wechseln. Drücke, um deinen Rucksack zu öffnen. Ach so. Okay. Danke dir, Spanierin. Ah, Lilly. Danke dir, Lilly. Und Spanierin auch natürlich. So, also ich kann meine Samen da zum Beispiel reinpacken und Steine und so. Okay. Ich mach mal, damit Jasmine wieder kommt. Ja. I think there's enough room to start planting now. Ja! Wir sollten jetzt pflanzen. Oh, okay. Pflanzen brauchen Platz, um zu wachsen. Also man muss da auch ein bisschen freilassen. If you're ever unsure what a plant needs, you can probably find it there. Außerdem habe ich Robins Pflanzenbuch im Schuppen gelassen. Solltest du dir jemals unsicher sein, was eine Pflanze braucht, findest du es wahrscheinlich da drin. Das ist cool. Okay, dann müssen wir jetzt die natürlich wieder rausholen. Das habe ich auch nur gemacht, damit Jasmine dann auftaucht. So, Pflanze 5 Rosen. 2 habe ich ja schon gepflanzt. Aber ob das geht oder ob das zu wenig Platz ist, ich weiß ja nicht. So, ich pflanze hier noch eine. Wo pflanze ich denn noch eine? Ich habe jetzt noch nicht so die Struktur vom Garten im Kopf, wie ich das alles machen möchte. Deswegen pflanze ich die jetzt einfach irgendwo. Vielleicht so davor. Narzissen, damit wir hier schon mal so ein kleines Beet haben. So. Ich habe die Gießkanne! So, hier ist your watering can. It's a little small, but it'll work for now. Leonie. Fantastisch. Also hier ist meine Gießkanne. Sie ist ein wenig klein, wird aber erstmal ausreichen. Every seed you plant will need some water to get it going. Then need watering regularly. Jeder Samen, den du pflanzt, braucht etwas Wasser, um zu wachsen, und dann muss er regelmäßig gegossen werden. Plants will be brown, crispy, and they'll droop a bit too, and the ground around them will be discolored. Pflanzen, die nicht ausreichend bewässert wurden, werden braun, trocken und hängen ein wenig herunter. Und der Boden um sie herum verfärbt sich. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So. Ach, die Gießkanne. Sie hat mir eine volle Gießkanne gegeben. Das ist ja lieb. Okay, Pflanze gießen. Wann ist genug? Oh, es wächst ja schon. Es wächst ja schon. Okay, das auch schon. Warte mal, woher weiß ich denn, wie viel genug ist? Ich glaube, das ist genug. Oh, sie ist leer. Oh, cool, das ist ja sogar animiert. Wie süß! Okay, hier. Ah, okay, sie wird dunkel. Okay, jetzt habe ich es gesehen.
amazing. Look at this. Bin ein Naturtalent. Look at how great the garden looks already. You're a natural. Sie ist richtig süß. Unglaublich, sieh dir das mal an. Sieh nur, wie toll der Garten schon aussieht. Du bist ein Naturtalent. Woo! I think that's enough for one day. There's no rush with any of this. Hallo Lena. We should have time to explore anyway. Ich glaube, das ist genug für einen Tag. Wir haben es nicht eilig. Du solltest auf jeden Fall auch Zeit haben, dich umzusehen. Make sure to get some rest at the end of the day. Behalte einfach nur die Zeit im Auge. Du solltest dich am Ende des Tages ein wenig erholen können. Okay, also ich kann hier eben... Ihr seht das ganz bisschen, dass da, wo die Uhr aufploppt. In gardening, patience is key. Sometimes all you can do is wait as your plants grow and flourish. If you want, just take the bus home. Sophie, schön, dass du hier bist, auf jeden Fall. Geduld ist das A und O bei der Gartenarbeit. Manchmal kannst du einfach nur warten, während deine Pflanzen wachsen und gedeihen. Wenn du genug davon hast, nimm einfach den Bus nach Hause. I won't be able to meet you tomorrow, but I'll write you a postcard. Oh, süß. Check the postbox when you get here in the morning. See ya. Morgen kann ich dich nicht treffen, aber ich werde dir eine Postkarte schreiben. Schau in den Briefkasten, wenn du morgen früh hier bist. Wir sehen uns. Süß, Julia, Prost. Oh, sie ist cute. Ich mag Jasmine. So, also wir haben heute hier fertig. Ich gehe noch mal kurz die Katze streicheln. Das ist nämlich wichtig. Das muss man machen. Oh, sie ist süß. Da war schon wieder der Kuckuck. Ich habe ihn schon wieder verpasst. So, und dann... Oh, wir haben Dünger. Guck mal. Ja. Schnellwuchsdünger. Packen wir das doch direkt mal drauf. Hier. So, ist direkt gedüngt. Das ist doch cool. Die wachsen ja auch schon. Okay, Dünger aufgebraucht. Dann fahren wir jetzt nach Hause und morgen sind hier die Rosen fertig. Ihr werdet schon sehen. Kirschli, Hallöchen, der Urlaub war schön. So, nach Hause gehen. Tag 3! Yeah. Okay, akzeptiere Jasmines Anfrage am Briefkasten. Okay. Wir haben einen Briefkasten. Ach ja, hier. Oh, der ist ja voll. Der ist ja mehr als voll. Okay, guten Morgen. Tut mir leid, aber ich kann heute nicht kommen. Ich muss ein wenig Hochzeitsplanung nachholen. Jasmine heiratet? Ich bastle ein Geschenk für meinen Verlobten Marcus. Den lernst du auch bald kennen. Keine Sorge. Ach, süß. Ich brauche ein paar Narzissen dafür. Du wirst eine Gartenschere brauchen, um sie abzuschneiden. Wenn du die Narzissen abgeschnitten hast, leg sie in die Lieferkiste draußen vor dem Gartenzaun. Dann hole ich sie morgen früh ab. Okay, danke und einen schönen Tag noch. Tschüss. Oh, süß. Okay, also liefere 8 Schnitten einer Narzisse gelb ab. Belohnung 8 Blümchen. Okay, das wird wahrscheinlich die Währung sein. Das ist eh der einzige Brief, den wir hatten, obwohl das eigentlich so voll war. Oh, hello there, dearie. You must be the new gardener. I'm Leslie. Daxon. Leslie, hör mal auf. Daxon, danke schön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank für 27 Monate. Dankeschön. Und Hallöchen. Okay, Leslie ist da. Wie süß sieht sie bitte aus? Hallo, du kümmerst dich jetzt um den Garten, höre ich. Ich bin Leslie. Mir gehört der Gartenladen auf dem Dorfplatz. Oh, but I see you got Jasmine's postcard. That's something Robin suggested, sending postcards to make requests. They always wanted the garden to help us all out, bless them. Aber wie ich sehe, hast du Jasmines Postkarte bekommen. Das ist etwas, was Robin vorgeschlagen hat, Postkarten zu verschicken, um Anfragen zu stellen. Sie wollte immer, dass der Garten uns allen hilft. Sie sei gesegnet. Oh. It's secateurs you need. Well, I've got them in the shop, so you should pop by. I always have a few tools you can have. Wie süß auch die Vertonung gemacht wird. Die Stimmen passen so zu den Charakteren. Ihre Stimme ist auch perfekt für sie gewählt. Du brauchst eine Gartenschere? Ich habe eine im Laden. Komm einfach mal vorbei. Ich habe immer ein paar Werkzeuge, die du benutzen kannst. Then just snip away at a plant's flower to get flower cuttings. Or prune the stems to get stem cuttings for compost. Okay. And don't worry, the flowers can always grow back. Schneide dann einfach die Blüte einer Pflanze ab, um Blumenschnitte zu erhalten. Oder schneide die Stängel ab, um Schnitte für den Kompost zu bekommen. Und keine Sorge, die Blüten kommen immer wieder... können immer wieder nachwachsen. Cool. Süß. Oh mein Gott. Also ich habe ja eigentlich gescherzt mit am nächsten Tag sind die Rosen da.
Aber der Schnellwachsdünger hat echt das getan, was drauf stand. Sie sind schnell gewachsen. Boah. Wunderschön, guck mal, Leute, was wir gemacht haben. Wir haben einfach fertige Rosen und Narzissen hier. Boah, wie bunt es gleich hier aussieht. Wie schön. Und gleich wieder richtig viel Unkraut hier. Können wir direkt zu Kompost verarbeiten. So, hol dir eine Gartenschere und lässt sie laden auf dem Dorfplatz. Seid ihr denn bereit für den Dorfplatz, Leute? Seid ihr bereit, dass wir da hinfahren? Dann müssen wir nämlich den Bus nehmen. Das ist eine lange Reise, die wir auf uns nehmen. Aber ich glaube, dass es dort wunderschön ist und es könnte sich echt lohnen. Seid ihr bereit? Wie sieht's aus? Ich habe deine Streams richtig verpasst. Kischli, freue mich, dass du hier bist. Oh, es ist so schön. Oh, da ist ja noch eine Katze. Oh, und die will den Vogel fangen. Seht ihr das? Das ist eine Katze und weiter oben am Stamm ist so ein Rotkehlchen. Okay, wir müssen die Katze streicheln, die drin liegt. Die liegt hier immer. Wir brauchen einen Namen. Oh, ich habe den schon wieder verpasst. Mist. Okay, Chat ist bereit. Dann gehen wir zum Dorfplatz. This is the village. Isn't it lovely? That's my shop there, Leslie's. You'll find all sorts of useful things for the garden there. Es ist so schön hier, Leute. Lass das Check, Hallöchen. Hi. Schön, dass du hier bist. Oh mein Gott, diese Stadt, das ist das Dorf. Ist es nicht schön? Da ist mein Laden, Leslie's. Dort findest du alle möglichen nützlichen Dinge für den Garten. Oh Gott, das ist so schön hier. But that's closed for now. Such a shame, what happened? Das kleine Pavillon-Projekt von Robin und Jasmine liegt durch den Torbogen auf der rechten Seite. Es ist aber momentan geschlossen. Wirklich eine Schande, was geschehen ist. Oh nein! Anyway, take a look around. I'll make sure to make the secateurs available for you. Wie auch immer, sieh dich mal um. Ich werde dafür sorgen, dass die Gartenschere für dich bereit liegt. Okay! Oh, wir erkunden! Also das hat mich ja in der Demo schon so geflasht. Diese Stadt ist einfach so süß. Die ist an Süßigkeit nicht zu übertreffen. Also ich wünsche mir so eine Stadt in Real Life. Kann man das bitte umsetzen? Hier geht's zum Garten. Aber diese Details, es ist einfach so cute. Sogar an den Lampen ist so eine Verglasung gemacht mit Blumen. Es ist so schön. Jedes Haus so einzigartig schön gemacht. Also das wäre doch mal eine Altstadt, oder? In dieser Altstadt würde ich mich auch wohlfühlen. Eigentlich bin ich nicht so ein Stadtmensch. Aber hier... Das ist so süß. Auch mit dem Brunnen hier. Da sitzt auch ein Vögelchen. Hallo. Hallo. Ey, es ist grandios. Okay, das ist Leslie's. Leslie's Garden Shop. So süß. Guck mal. Oh, das sieht ja fast aus wie so ein kleiner Mandrake von Harry Potter. Könnte aber auch eine Kartoffelpflanze sein. Let them grow. Oh. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Das ist eine sehr dicke Kröte. Oh, lovely to see you again, dearie. Da will ich wohnen, ich auch. Leute, machen wir so eine Stadt. Machen wir so eine Stadt einfach. Wir machen einfach unsere eigene Altstadt. Und gestalten die dann so. Oha, guckt mal die ganzen Torbögen und Bänke. Okay, wir brauchen die Gartenschere. Bitte. Okay, eine Sichel. Da ist eine Sichel. Ich habe nur 50. Ich habe hier nichts. Ah, ich kann die Gartenschere tatsächlich gratis bekommen. Sehr gut. Okay, was ist das? Anti-Ungeziefer-Spray ist auch gratis. Das holen wir auch gleich mal. Habe ich das jetzt schon gekauft oder? Ach so, halten, um zu kaufen. Okay.
Das hole ich mir auch. Das Gratis-Zeug hole ich mir. Das andere kann ich mir noch nicht leisten. Okay, Samen gibt's hier. Nieswurz. Tulpe. Mohn. Narzisse. Hortensien sind so schön. Ich liebe Hortensien. Wir nennen sie dann Dodo-Stadt. Ja. Ja, das wäre cool. Efeu, dunkelgrün, Alpenveilchen, Herzblume und Lilie. Es gibt so viele Pflanzen, ey. Oh, wir müssen alle Blumen. Prunkwinde, kenne ich nicht. Klimat ist auch voll schön. Flieder, ja. Oh, wir müssen alles. Funkie. Es gibt so viele verschiedene Funkienarten, Leute. Iris, ey, wir müssen alles pflanzen. Unbedingt. Insektenhotel. Oh, wie schön. Wir müssen Geld verdienen. Wie kann ich Geld verdienen? Ich muss Aufträge annehmen. Ich weiß auch, bei der Demo war hier alles gratis, also nur ein paar ausgewählte Sachen gab es da überhaupt zu kaufen. Und war hier alles gratis, dann konnte man schon anfangen zu dekorieren. Süß! Ey, ich müsste ja alleine hier so eine Stunde verbringen und alles angucken mit euch. Guckt euch mal die Töpfe da oben an. Oh, das sind die ganzen Entwickler! Wie süß! Jason, Mike... Da ist die Katze. Da ist noch eine Katze. Da ist ein Hund. Der Joe. Lorraine. Katja, Christina. Wie süß. Cute. Okay, aber wir müssen wieder zurück, Leute. Wir müssen unser Garten weiter pflegen. Wir kommen hier noch ganz oft her. Hallo Tricia, Hallöchen. Der Urlaub war sehr, sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie ich auf meinen Namen gekommen bin? Hey, Dodos sind einfach toll. Dodos sind genial. Erhalte Schnitte einer Narzisse. Okay, dann machen wir das gleich mal. Und Playful einfach verspielt, weil ich immer Gaming-Content machen wollte. Und dann war es halt der Dodo, ne? So, ich möchte einen Blumenschnitt, oder? Aber wo schneide ich das ab? Okay, das hat gepasst. Okay, wir müssen die nämlich noch abgeben für, für Jasmine. Bevor es dunkel wird. Ich hoffe, das passt so. 6? Ein paar brauche ich noch. Also die Blüten wachsen ja immer nach. Excellent. Oh. You'll be a champion pruner in no time. You should put Rainbow Burn, red box by the fence. That's Robin's Dropbox. Hervorragend. Du wirst 0, nichts ein Meister im Umgang mit der Gartenschere sein. Du solltest deinen Ertrag in den roten Kasten am Zaun legen. Das ist Robins Lieferkiste. If someone sends you a postcard, you can always put what they've requested in there in exchange for the gift they've left you. Wenn dir jemand eine Postkarte schickt, kannst du als Gegenleistung für das Geschenk, das die Person dir hinterlassen hat, immer das hineinlegen, was sie sich gewünscht hat. Das hat sich Robin so ausgedacht, um diesen Ort für die Gemeinschaft zu erschaffen. Ach, das ist so schön und so süß. Ich kaufe die aber jetzt alle, weil die hat ja gesagt, die wachsen nach. Und dann haben wir schon so ein paar Narzissen auf Reserve. Ich weiß halt nicht, haben die ein Ablaufdatum? Weil die verwelken ja eigentlich auch, wenn man die abschneidet. Okay, hier komme ich nicht ran. Da muss ich ein bisschen achten beim Pflanzen später. Oh, jetzt habe ich eine Rose gecuttet. Upsi! Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Platz. Also ich kann auch Rosen schneiden. Dann kriege ich Rosenschnitte. Ja. Da kann man ja ein paar abcutten. Das sind ja eh so viele. Oh. Okay. Wie sieht's aus? 8-mal Rosen, 12-mal Narzissen. Okay. Dann packen wir das mal hier rein. Abliefern. Yes! Und direkt das Geld bekommen. Das ist doch schön. Déjà-vu, wir kommen zurück. Mir geht's super. Komme gerade vom Friseur. Glückwunsch zu deinem erweiterten Tauchschein. Dankeschön, Tricia. Vielen Dank. Oh, ihr seid ja süß. Ich hoffe, es war ein guter Friseurbesuch. Garden is truly complete without beautiful decorations. And while you were away,
I found a little something to kickstart your collection. Ein Garten ohne schöne Dekorationen ist nicht wirklich perfekt. Ich habe etwas gefunden, während du weg warst, mit dem du deine Sammlung anfangen kannst. Ey, was? Place them wherever you like, dearie. They'll instantly spruce the place up. And if you're looking for more, we've always got a big collection in the shop. Du kannst sie aufstellen, wo immer du willst. Sie verschönern jeden Ort im Handel umdrehen. Wenn du auf der Suche nach mehr bist, findest du bei uns im Laden immer eine große Auswahl. Okay, wir können jetzt einfach dekorieren. Wie cool. Wir haben den Frosch bekommen. Nach der Veröffentlichung durch Rodriguez, Monge und Kloos zur Jahrhundertwende wurde der Frosch zu einem beinahe sofortigen Erfolg bei den Gärtnern im ganzen Land. Selbst heute noch findet man diese bewundernswerten Froschstatuen in vielen Gärten, auch wenn sich ihre Designer inzwischen anderen Projekten widmen. Wie süß! Okay, wir müssen natürlich die Frösche aufstellen. Ist ja klar! Guck mal, die zeigen die Zunge raus. So, wir machen mal hier. So, der bewacht das jetzt hier. Und hier auch. Die bewachen jetzt das Häuschen. Oh, ich höre ja sogar Frösche quaken. Ja, süß. Mal gucken, was wir tun. Wir wollen ja wirklich heute... Ne, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir heute das Glashaus freischalten. Wir legen los. Okay, halte gedrückt und lass los, um den Platzierungsmodus für ein Objekt auszurüsten. Okay, das habe ich gemacht. Verwende E, um ein Objekt im Uhrzeigersinn zu drehen. Das habe ich nicht gemacht. Ach, wartet mal. Guck mal, deiner Pflanze geht es gut. Ich muss da nur rangehen und dann sehe ich das. Okay, E. Wie? Verwende E, um ein Objekt im Uhrzeigersinn zu... zu drehen und Q, um es eben zurückzudrehen. Ja, ja. Das habe ich schon gecheckt. Well, this was such fun. It was nice to be Tag 4, glaube ich. Ich glaube, Tag 4 sind wir gerade. Oder Tag 3. Das hat wirklich Spaß gemacht, schon mal ein bisschen aus dem Laden rauszukommen. Oh, das ist so süß. Robin would be very proud of that. I've no doubt. You have fun for the rest of the day. Cheerio. Ich finde das auch so süß, weil so ein Gartenspiel, und es ist ja auch vom Stil her so ein bisschen England orientiert, und sie redet halt auch wie so eine richtige Engländerin und ist voll gut vertont, oder? Also auch die Stimmen, die machen das richtig authentisch. Das ist so cool. Es war schön, dich kennenzulernen. Du hast bis jetzt hervorragende Arbeit geleistet. Robin wäre sehr stolz, daran habe ich keinen Zweifel. Oh, das ist voll scheiße, voll traurig. Ich wusste nicht, dass die Story so traurig ist. Ich wünsche dir viel Spaß für den Rest des Tages. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist ein Anti-Ungeziefer-Spray. Aber ich habe gar keine Ungeziefer. Meiner Pflanze geht's gut. Der Pflanze geht's auch gut. Der geht's auch gut. Okay, dann gehe ich nochmal die Katze streicheln und dann fahren wir wieder nach Hause. So, jetzt gucke ich aber auf den Kuckuck. Nee, ich verpasse den immer. Tja, Katze ist gestreichelt. Oh nein, das ist ja Check, Check, Check. Ich hoffe, ich sag's richtig. Darf ich dich Check nennen? Bye, bye. Aber die Katze nicht mit dem Spray schreien. Nein, das machen wir nicht. So, links, rechts, kommt keiner. Es wird langsam spät. Mach Feierabend. Das könnt ihr lesen, oder? Nee, das steht auch über mir, unter mir. Das steht unter meiner Cam. Ich habe überlegt, die Cam wieder mal zu ändern. Ich weiß nicht. Bin ich so zufrieden mit dem Stil gerade? Heute regnet es, Leute. Good morning. I'm Laurie, Robin's sister. Jasmine told me you started a couple of days ago and said I should drop by. You've done an amazing job so far. Da ist die Laurie. Guten Morgen, ich bin Laurie, Robins Schwester. Jasmine hat mir erzählt, dass du vor ein paar Tagen angefangen hast und dass ich mal vorbeikommen soll. Du hast bis jetzt erstaunliche Arbeit geleistet. It's strange seeing someone else working here than them. Ja. But I'll get used to it. That's the point. Es ist etwas seltsam, hier jemanden anderen arbeiten zu sehen, aber ich werde mich schon dran gewöhnen. Oh nein, Laurie, nimm dir die Zeit. Genau darum geht es ja. Anyway, Wohnzimmer, hallo.
Something Robin was looking into was adding some climbing plants. Would you, please? Wie auch immer, ich habe mich gefragt, Robin hatte immer vor, Kletterpflanzen mit einzubringen. Könntest du das bitte tun? Efeu zum Beispiel? Ja, klar, hier kann ich machen. For you to practice with. Hier ist etwas, womit du üben kannst. Oh, cool! Holzbogen-Trennwand und dann kann da was raufklettern, wie süß! Oh, ich bin so ein Fan von dem Game, Leute. Oh, wir haben auch Post bekommen. Okay, ich platziere das mal eben. Wo platziere ich denn das? Vielleicht hier so, damit wir das so ein bisschen abdecken. Oh, das ist ja riesig. So. So. Okay, aber Samen hat sie uns nicht gegeben, soweit ich weiß. Naja. Oh. I bought some ivy seeds. Oh, doch. And there might be some still in the shed, I suppose. Oh, ich habe auch ein paar Efeusamen gekauft. Ich würde vermuten, dass im Schuppen auch noch welche sind. Robin said climbers can be a bit tricky. You have to plant them very close to an object for them to take. Robin meinte, dass Kletterpflanzen etwas knifflig sein können. Sie müssen sehr nahe an ein Objekt gepflanzt werden, damit sie gut hochklettern. Okay. You seem to have done everything else very well up to this point. Ich bin mir sicher, dass du das hinbekommst. Bisher hast du ja alles ganz wunderbar gemacht. Ey, ich glaube, Jasmine heiratet ja. Oh, das ist so schön gemacht. Jasmine heiratet ja und ich glaube, dass wir dann vielleicht sogar ihre Blumentheke machen können. Dass das vielleicht Part der Story ist. Ich meine, da war ja schon so ein Hint. Das wäre richtig, richtig cool. Wunderbar, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. So, okay, dann pflanzen wir natürlich direkt den Efeu. Aber ich glaube, ich muss jetzt gar nicht gießen, weil es ja heute regnet. Es würde mich wundern, wenn ich heute gießen müsste. Okay, Samenlager. Hier! Efeu dunkelgrün. Oh, muss ich hier machen. Das ist der Rucksack. Tja. Kann ich das mal, ja, hier verstauen, weil ich glaube, das brauche ich gerade einfach nicht. So. Die letzten Wochen nicht ganz so gut, aber mittlerweile wieder viel besser. Oh nein! Alles Gute auf jeden Fall dir. So. I really appreciate you doing Lauri! The ivy specifically, but everything else too. Please, take this. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier tust. Insbesondere den Efeu, aber auch alles andere. Hier, das Robin ist für dich. So much with this garden. Oh. I'm glad someone else gets to now. Robin hatte so viel mit diesem Garten vor, darum freue ich mich, dass jemand sich um ihn kümmert. Yet, oh Gott, die Arme. I really hope that seeing it all come together will help me. Es ist immer noch schwer für mich, aber ich hoffe wirklich, dass es mir helfen wird, wenn ich sehe, was hier entsteht. Ach Gott, die Arme. Es ist krass, wenn man die Schwester dann so früh verliert. Sorry. Anyway, I'm going to head off. I hope you have a good day here. Also generell. Plenty to do, after all. Aber sie ist ja wirklich, sie sieht wirklich noch sehr jung aus. Entschuldige, nun ja, ich gehe dann mal. Hab hier noch einen schönen Tag. Gibt ja genug zu tun. Kurze Frage, hat einer von euch schon Bandletail gespielt? Nein, aber bald, Tricia. Ich werde es bald mal anzocken. Aber ich habe gehört, dass es ziemlich knifflig ist, das Game. Ich habe gehört, dass es echt tricky ist. So. Bye, bye, Lauri. Ich pflanze jetzt mal hier noch den anderen Efeu. Und hier kann ich auch noch einpflanzen. So. Pflanze geht's gut, genau. Ich muss gar nichts hier gießen. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass diese Leisten, die da oben immer kommen, wenn ich was mache, Erfahrungsleisten sind. Kann ich mir gut vorstellen. Ihr seht schon, meine Narzissen, die sind wieder gewachsen. Das ist toll. Da cutten wir gleich wieder ab. Dann haben wir richtig viel auf Vorrat. Hello? Oh, hi. Oh, you can hear me. That's good. Don't worry, I'm friendly. I hope that's reassuring. Oh mein Gott. Das war der Geist, den ich gesehen habe. Okay, das kam gerade sehr unerwartet. Also Robin redet mit uns? Als Geist? Oh. Hallo? Ich muss gerade kurz darauf klarkommen. Du kannst mich also hören, das ist gut. Keine Sorge, ich beiße nicht. Haha, ich hoffe, das ist beruhigend. Okay.
I'm Robin. I didn't say anything before because, well, also sie spukt in diesem Garten herum. Ich bin Robin. Ich habe vorher nichts gesagt, weil, naja, ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ja? Sie spukt hier einfach rum in meinem Garten, der vorher ihr Garten war, aber sie ist gestorben und jetzt ist sie als Geist hier? And the others don't know I'm still here. I'm not really sure how they'd take it. Und die anderen wissen nicht, dass ich noch hier bin. Ich bin auch nicht sicher, wie gut sie damit umgehen könnten. Ich glaube nicht so gut. But I wanted to tell you, this garden already looks great. I'm really impressed. And very grateful. Ich wollte dir sagen, der Garten ist jetzt schon super, sieht jetzt schon super aus. Ich bin echt beeindruckt und sehr dankbar. Boah, das Game ist richtig emotional. Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mal in den Schuppen gehen, wenn du kurz Zeit hast? Klar. Ja. Bin gerade ein bisschen überfordert. Check, Hallöchen, wir kommen zurück. Check, ich wollte dich fragen, ob ich dich Check nennen darf. Okay, ich bin hier. Da ist eine Katze, die will gestreichelt werden. See that to-do list between the two tables underneath the clock? Das ist der Kuckuck. That's mine. Siehst du diese To-Do-Liste zwischen den beiden Tischen unter der Uhr? Die ist von mir. When I finally got this garden, I wanted it to Kannst be du? Somewhere for the Pass. Entire community. Als ich endlich diesen Garten hatte, wollte ich daraus einen Ort machen, der für alle da ist. Wenn du es bald anzuckst, dann warte ich mir... Ja, ich zock's bald auf meinem Hauptkanal auf YouTube an, Tricia. Also du kannst warten und dir dann das Video dazu ansehen. Vielleicht fällt dir dann die Entscheidung ein bisschen leichter. Aber wenn du sehr auf knifflige Rätsel stehst, weil anscheinend ist es wirklich knifflig und man muss sich richtig reindenken in Bandletale. Und, oder wenn das eher nicht so dein Ding ist, dann ja. Also du siehst es dann ja eh im Video. Auf jeden Fall. Bei Stardew Valley gibt es eine Story, ja. Als ich endlich diesen Garten hatte, wollte ich daraus einen Ort machen, der für alle da ist. Das ist richtig süß. There are some great people here who deserve somewhere to reflect and relax for a while. And obviously, I never managed to do it all. Da. Es gibt ja ein paar wunderbare Menschen, die einen Ort verdient haben, an dem sie sich ausruhen und ihre Gedanken nachhängen können. Natürlich bin ich damit nicht fertig geworden. Now, I don't want to put you under any pressure. This is your garden now. But I would really appreciate it if you could finish the list for me. Ich will dich auf keinen Fall unter Druck setzen. Der Garten gehört jetzt dir, aber es würde mich sehr freuen, wenn du die Liste für mich beenden könntest. Oh Mann, wie könnte ich denn nicht, wenn sie mich fragt aus dem Jenseits? Well, that's enough nagging from me today. We'll pick this up da oben sind ihre Pläne einfach. Aber damit will ich es für heute gut sein lassen. Wir können weiter darüber reden, wenn du morgen wieder da bist. Okay, hier ist auch noch so ein Wochenplan. Es ist immer sonnig. Naja, heute regnet es. Achso, nee. Warte mal. Das ist der Regen. Das heißt, die nächsten Tage werden immer sonnig. Okay. Ich kann hier mein Werkzeug platzieren. Ach krass, das hängt jetzt da. Aber ich verliere das doch, wenn ich das hier hinhänge. Ja, ich würde sagen, ich cut jetzt noch ein paar Blümchen ab. As you can see, the weather's finally turned. Ja, das Wetter ist umgeschlagen. Ich dachte, sie geht jetzt heute. Hallo, ich wünsche euch noch neuch und natürlich der Dame hinter der Kamera einen schönen guten Abend. Hallo, Janis. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Patricia. Okay, ich dachte es mir schon. Gartenarbeit bei jedem Wetter ist nicht ganz einfach. Die Pflanzen reagieren recht unterschiedlich auf verschiedene Witterungsbedingungen. Ja. That means you don't need to water your plants. Ja, wir brauchen nicht gießen, wenn es regnet. All in the book I kept, if you wanna check it out. Ja, sie hat alles im Buch aufgeschrieben. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, weil wir sind ja vollkommene Noobs. Amaryllis, die haben wir aber noch nicht. Machen wir irgendwas, was wir schon haben vielleicht? Boah, ist die schön. Zimmer Efeu, hier. Wenn auch häufig als englischer Efeu bezeichnet, wäre gemeiner Efeu treffender, da diese Pflanze in ganz Europa gepflanzt wird. Gemein heißt ja allgemein so, um Wände zu bedecken. Tatsächlich empfiehlt die bayerische Regierung, ihn wachsen zu lassen, um das Innere von Gebäuden im Sommer zu kühlen und im Winter zu isolieren. Wie cool, echt? Die bayerische Regierung? Also stimmt das? Ist jemand aus Bayern hier? Also das macht dir die Hausfassaden kaputt, habe ich mir gedacht. Check, ich stream immer so lange, wie ich Lust habe. Kann ich nie sagen. Das ist ja spannend.
Ich will das wissen. So, hier machen wir ein paar Rosenschnittlinge. So, Narzissen. Narzissen! So. Ich kann ja eigentlich so ein bisschen reinschnibbeln, das passt ja auch. Aber die Narzissen habe ich ein bisschen blöd gesetzt. Also das Jasmine hatte da recht mit dem Platz. Das hätte ich ein bisschen klüger lösen können. So, hier ein bisschen ausschnibbeln. Dann komme ich da leichter dazu. So. So. Na komm! Ich will die Narzisse hier abschnippeln. So, jetzt. Jetzt habe ich so viele Stängel, dass ich wieder voll viel Dünger machen kann hier. Guck mal, ich habe 26 Rosen und 19 Narzissen. Ich bin Profi einfach. Ich bin Profi im Gärtnern. So, wir gehen jetzt nach Hause. Oh, wir haben... Oh nein, ich habe die Briefe verpasst. Hallo, der Blumenladen wurde gebeten, einen Geburtstagsstrauß für jemanden aus dem Dorf zusammenzustellen. Kannst du ein paar Narzissen, Tulpen und Rosen für uns auftreiben? Oh no, ich habe noch keine Rosen. Weil ich nehme das an, aber ich kann das heute noch nicht erfüllen. Efeu tötet alle anderen Pflanzen. Naja, Efeu wächst halt über alles drüber. Das muss man halt klug anpflanzen und auch zurückschneiden. Aber töten, ja, wenn sie drüber wachsen. Wenn man Efeu nicht pflegt, macht der Hauswände kaputt. Okay. I was thinking. If anyone knows anyone who can build you a stall, it's probably Leslie. Ich weiß von meinen Großeltern. Efeu frisst sich durch das Gemäuer, und kann zu Feuchtigkeit an der Wand führen. Aber wie es in Bayern ist, weiß ich nicht. Ja, das dachte ich mir eben auch. Guten Abend, Cersei und Chad. Bin froh, hier in der Runde zu sein. War Verlosung schon? Hallo, Tintenherz. Die PS5-Verlosung war schon, die PC-Verlosung noch nicht. Die kommt dann gleich. Also, wenn ihr gerne das Key haben, das Game haben wollt, ich verlose dann später noch einen PC-Key von einem Game. Aber das sollte tatsächlich die Wärme, glaube ich, etwas abhalten im Sommer. Ja, es ist schon interessant. Also, es hat wahrscheinlich dann Vor- und Nachteile. Haben leider auch zu viel Efeu zu dicht an der Hecke, da kriegt er schon hoch. Ja, also der ist schon sehr robust und will sich natürlich auch ausbreiten. Ich dachte mir, wenn jemand irgendjemanden kennt, der... die ja einen Stand bauen kann, dann Leslie. Die Bank, die ich aufstellen wollte, war auch für sie gedacht. Sie arbeitet immer so hart und kommt abends gerne mal vorbei. Es wäre bestimmt schön für sie, wenn sie sich da hinsetzen könnte. Das wäre sehr, sehr süß. Maybe if you do that for her, she'll ask one of her customers to build a garden stall for you. Wenn du das für sie tust, fragt sie vielleicht ihre Kunden, ob jemand für dich einen Stand bauen kann. Das wäre cool. With some creativity, I'm sure you can find a way to build a bench from scratch. Quatrix, schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Rechts in dem Schuppen steht eine Werkbank. Mit etwas Kreativität kannst du dort bestimmt deine eigene Bank bauen. Ja! So schwer kann das ja nicht sein, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie schwer, aber ich fahre jetzt mal in die Stadt, um Rosen zu kaufen. Rosensamen? Braucht dringend Rosensamen. Oh, don't mind the clutter. Come on in. Hallo, Leslie. Ich bräuchte... Nee, Rosen... Tulpen waren's. Hier, Tulpe Rot. Kauf mal zwei. Mondrot... Wir könnten eigentlich direkt mehr kaufen. Rose haben wir, Sonnenblumen haben wir noch nicht. Nieswurz. Ey, wir machen uns gleich mal ein paar schöne Blumen. Erntebeutel. Okay, was ist mit der Deko?
Die kostet ziemlich viel. Okay, da können wir uns doch nicht leisten. Alles klar. Trennwand der Eintracht. Freibeet. Erde. Aha. Wahrscheinlich fürs Gewächshaus dann? Oh ja, das kommt jetzt wahrscheinlich öfters, weil ich jetzt mehrere Pflanzen entdeckt habe. Ja. Bei mir gibt's jetzt Essen. Mahlzeit, Leonie! Lass es dir schmecken und viel Spaß. So. Oh, jetzt hier. Wir wurden gefragt, ob wir für ein kommendes Straßenfest ein paar Blumensträuße zusammenstellen können. Okay, sie braucht Rose und Sonnenblume. Ey, ich habe gerade Sonnenblumen gekauft. Sehr gut. Oh, und Lauri schreibt auch, wie süß diese Postkarten sind. Ich möchte gerne etwas Farbe in meine Wohnung bringen. Das kann sie wirklich gut gebrauchen. Könntest du mir ein paar Rosen und Mondschnitte besorgen? Mohn. Habe ich Mohn gekauft? Und im Krankenhaus gibt es einen Patienten, der gerade ziemlich mit Einsamkeit zu kämpfen hat. Es ist nicht wirklich in Ordnung, aber ich weiß, wie das ist. Oh, oh Gott, mein Herz. Deshalb möchte ich etwas Nettes für sie tun. Könnte ich ein paar rote Tulpen haben, um sie ins Zimmer zu stellen? Die gendern. Ich finde das cool. Ich weiß noch nicht, wie ich das aussprechen soll. Sies und Sien. Spannend. Habe ich auch noch nicht so oft gehabt, dass in Games gegendert worden ist. Okay, hier Tulpen. Das brauchen wir. Oh Gott. Hier brauchen wir Sonnenblumen. Und hier Mohn. Und hier Tulpen. Okay, also Pflanzen. Ganz fest, ganz viel Pflanzen. Ganz wichtig. Okay, der Efeu ist auch schon am Wachsen. Ah, Lisli, hallo. Okay. Ah, herrlich. Gerade habe ich ein paar Samen gefunden, die geerntet werden können. Das geht auch ohne Werkzeug. Man kann es mit der Hand machen. Finding seeds can be a little tricky sometimes. So keep an eye out for those plants that are positively glowing. Es kann manchmal etwas schwierig sein, Samen zu finden. Halte also Ausschau nach den Pflanzen, die leuchten. Leuchten? Glow with a different color. That means you've got a new colored seed. Try to collect them all. Hä? Manchmal leuchten die Pflanzen in einer anderen Farbe. Das bedeutet, dass du einen Samen in einer neuen Farbe hast. Versuch sie alle zu sammeln. Wo? Hä? Wie jetzt? Was meint sie? Ich höre was glitzern. Hier. Samen entfernen. Ach, wie toll. Okay, ich muss aber auf jeden Fall hier pflanzen. Ich guck mal, dass ich ein bisschen mehr Abstand hier lasse, damit ich das leichter schneiden kann. Bei Tulpen ist es jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Die sind eher ziemlich klein hier. Ich würde gern Beete anlegen. Da brauche ich aber ein bisschen Struktur und Deko. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so... Ja, ich pflanze einfach mal so wild dahin. Und wenn wir dann ein bisschen Geld haben, um Deko zu kaufen... Oh. Dann machen wir da ein bisschen Struktur rein. Cool, ich habe eine neue Rose. Und zwar in rosa. Ich habe eine rosa Rose gefunden. Wie cool. Okay, wir sollten auch mal gießen. Deine Pflanze geht es gut. Deine Pflanze geht es gut. Geht es gut? Geht es gut? Gib Wasser. Okay, gut, dass sie das dazu schreiben. Geht es gut? Wasser, geht es gut? Geht es gut? Geht es gut? Geht es gut? Okay. Okay, dann habe ich alles gepflanzt. Vielleicht sollten wir ein bisschen Dünger drauf pfeffern. Das ist sicher nicht verkehrt. So. Dass hier alles schnell wächst. Wachs, wachs, wachs. Soll alles schnell wachsen. So. Schön ist das. Ich liebe das Game. Wie geht's dem Efeu? Pflanze geht's gut. Okay. Kann ich den schon schneiden? Tatsächlich. Es war aber jetzt Unkraut, oder?
War das Unkraut? I don't know. Okay, wir machen jetzt die Aufgabe, Leute. Geh zur Werkbank. Das hier. Gegenstände herstellen. Okay, das ist die Werkbank. Da können wir Narzissenstrauß machen. Oh, wie schön. Und eben diese Eichhörnchenbank. Da brauchen wir Felsbrocken, normale Felsen und normale Steine. Okay, dann sammeln wir mal Steine. So. Auf. Steine sammeln. Spawnen die hier wieder, die Steine? Oh! Die sind einfach schon ready hier! Hä? Wie schnell! Ist das cool, ja. Also Schnellwachsdünger. Ist wirklich schnell. Willkommen zurück, Sass. Ich freue mich so, dass du wieder da bist. Ach, Michelle, Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. So. Die wachsen einfach direkt nach. Ey, wie krass ist das bitte? Hä? Das geht so schnell. Okay, jetzt können wir halt richtig viele Aufträge abschließen. Was ist hier? Ich sehe doch da was. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr, ne? Die ist ja auch schon fertig. Ich komme nicht drauf klar. So, hier. Fertig gemacht. Da brauchen wir noch Sonnenblumen. Da brauchen wir Mohn und noch mehr Tulpen. Alles klar. Okay, Mohn müssen wir uns noch holen. Von Mohn habe ich nicht so viel. Also habe ich gar nichts noch. Gar nichts. Okay, wir brauchen aber immer noch Steine. Und es ist schon wieder spät. Der Tag vergeht voll schnell. Steine, Steine, Steine. Nichts geht über einen guten Stein. Ich habe mal eine Frage. Bist du in Zelda Tears of the Kingdom das Minero-Konstrukt? Hast du in Zelda Tears of the Kingdom das Minero-Konstrukt? Ja, ich glaube schon. Also ich habe es halt ausgespielt, bis auf die Crocs. Zu viel kann ich sagen, aber es ist jetzt schon sehr lange her, dass ich da fertig geworden bin. Muss ich sagen. So, können wir das jetzt herstellen? Oder brauche ich noch einen Stein? Nee, ich brauche noch normale Felsbrocken. Ich brauche noch einen normalen Felsbrocken. Achso, warte mal. Habe ich nicht hier was drin? Hier? Ein normaler Stein ist das. Normaler Felsen. Normaler Felsbrocken. Normaler Stein. Da habe ich einen zu wenig. Wo kriege ich denn den her? Hier draußen? Ah, guck mal. Sehr gut. Die kann ich auch klauen hier. Ich hoffe, jetzt habe ich genug. Ja, also im E-Shop kostet Stardew Valley wirklich nur 15 Euro. Das stimmt. Ja. Da ist die Handheld-Version natürlich. Also Handheld-Version. Die physische Version ist da schon ein bisschen teurer, was das angeht. So, gut, jetzt können wir alles herstellen. Sehr schön. Aber wir machen mal die Bank, weil die hat sie sich ja gewünscht. Genau, so. Für die Leslie! Wo ist die Bank? Was? Wo ist denn jetzt die Bank? Ich muss ja mal mein Lager aufräumen. Das ist schon wieder voll! So wie wir das von mir kennen. So, hier auch das Ganze hier rein. So. Und die ganzen Brocken hier. Ach, da ist es hingerutscht. Guck mal. So, wo packen wir denn die Bank hin? Ich würde mal sagen, hier. Oder? Das ist doch... Oh, die ist riesig. Oha, ist die groß.
Okay, die ist richtig groß. Dann packen wir die mal hier hin. Hier so. Ja. Turns out it's not that hard. Gott, das ist ja krass. The squirrels are a particularly excellent touch. Wo sind Squirrels? Wo sind denn Eichhörnchen? Ich sehe keine Eichhörnchen. Aber es sieht sehr schön aus. Ach doch, da unten. Die tragen die Bank. Siehst. Also es ist wirklich nicht schwer. Gut gemacht. Die Eichhörnchen sind eine richtig süße Idee. You should go and find Leslie in the village and tell her. She'll love it. And don't forget to mention the stall. Du solltest Leslie im Dorf besuchen und ihr davon erzählen. Sie wird sich freuen. Und vergiss nicht, den Stand zu erwähnen. Das ist süß. Komm morgen wieder. Das ist eine süße Bank. Ich mag die Bank. Dann haben wir wenigstens hier ein bisschen was. Okay, wir haben hier etwas, was wir aufheben können. Und ich vermute, es ist eine neue Farbe. Nee, ist es nicht. Okay, ich dachte. Ach nee, das hat gelb geleuchtet. Das heißt, wir haben natürlich gelb. Okay. Ja, klar. Okay, Sonnenblumen brauche ich. Tulpen brauche ich auch dringend. Und die schneide ich auch gleich wieder ab. So. Wenn ich die Stängel abschneide, kriege ich Kompost. Das ist ja eigentlich auch gut. So, hier glitzert auch was. Okay. Aber auch cool, dass man von denen neue Samen auch ernten kann. Und wenn man Glück hat, auch neue Farben. Weil ich habe mir so gefragt, ja, wie geht das? Wie kann ich neue Farben erhalten? Und das macht natürlich Sinn, wenn das so klappt. Okay, wir brauchen einfach noch mehr. Wir haben noch zu wenig. Kann ich heute noch in die Stadt? Ja. Okay, dann machen wir das. Are you still here, dear? Bist du immer noch hier? Ja? You really shouldn't work so hard. Du solltest wirklich nicht so hart arbeiten, weißt du? It's time for me to close up shop for the day. Nein! You should think about going home too. Nein! We'll all still be here tomorrow. Ja, aber ich will das heute machen. Ich werde jetzt ebenfalls Schluss machen für heute. Du solltest auch überlegen, nach Hause zu gehen. Wir werden morgen alle noch hier sein. Nein! Sie hat den Laden geschlossen. Oh. I hope you're having a pleasant day. Oh, okay, es geht Thank doch. Thank you so much for putting a bench in the garden. I can't wait to sit and watch the world go by. Hallo, ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Danke, dass du die Bank in den Garten gestellt hast. Ich kann es kaum erwarten, da zu sitzen und die Seele baumeln zu lassen. Ja, schön. Oh, don't you worry about how I know. Word travels quickly around here. Eventuell spricht ja Robin auch mit Leslie. Woher ich das weiß? Ach, zerbrich dir nicht das Köpfchen. Hier spricht sich alles schnell herum. I should do something to thank you. You want to put up a store Sie ist so süß. To sell things from the garden. I think I can arrange that. One of my customers is a carpenter. Ich sollte etwas tun, um mich bei dir zu bedanken. Und du wünschst dir doch einen Stand, um Dinge von deinem Garten zu verkaufen. Ich denke, da kann ich dir helfen. Einer meiner Kunden ist Tischler. Tell you what. He came in recently asking for some bouquets for his sister's birthday. Now the garden is up and running again. Perhaps you could make them for him. Ich weiß, was wir machen. Er hat mich vor kurzem nach Blumensträußen für den Geburtstag seiner Schwester gefragt. Jetzt, wo der Garten aufblüht, kannst du sie doch für ihn machen. Das wäre cool. Das Game würde mir auch Spaß machen. Ich mag Blumen auch sehr, besonders Rosen. Oh ja, Rosen sind sehr schön. Julia. Wie gesagt, wir machen gleich die Verlosung für den PC-Key. Also macht euch da schon mal bereit, wenn ihr gerne das Game haben wollt für den PC. Habe ich einen Key für euch. Wir machen das gleich. Ich beende jetzt nochmal den Tag und dann machen wir das. Ich mag Tulpen auch mega schön. Ich finde alle Blumen so schön. Generell, wenn es so bunt im Garten ist, ist es so cool. Wir werden das richtig, richtig bunt machen in dem Game. Da freue ich mich drauf. A favor for a favor is a much nicer exchange than money. Don't you think? Here is a list of what he asked me for. Set them in the drop box and I'll pass them on to him. And make sure the favor is returned. Gegenseitig Gefallen sind doch viel netter als Geld, findest du nicht auch? Hier ist eine Liste mit allem, wonach er gefragt hat. Pack alles in die Lieferkiste, dann bring es zu ihm und sorge dafür, dass er seinen Teil erfüllt. Seeds to get you started.
Okay, sie gibt mir sogar Samen. Sehr cool. Das ist schön. Und ich habe eine neue Pflanze. Das ist Mohn. Ach, ich wollte doch Mohn pflanzen. Cool. Sie gibt mir einfach Mohn. Das ist schön. Das ist ein toller Austausch. So, dann gib mir mal hier... Ach, die Rose habe ich schon. Mohn. Und was ist hier? Sonnenblume. Ja, können wir auch direkt nochmal pflanzen. Und das, Narzisse und Rosen. Da habe ich ja genug. Die brauche ich nicht pflanzen. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Mohn hin. Und noch ein paar Sonnenblumen. So. Aber geht's gut? Der geht's gut. Brauche ich gar nicht gießen anscheinend. Machen wir noch einen Schnellwachsdünger drauf. Aber den geht's gut. Okay, dann gehen wir nach Hause. Baue einen Stand! Ja! Tag 6! So, wir sind hier. Und haben ja jetzt diese neue Aufgabe. Mal gucken, was der alles will. Hier. Ja, Leslie. Mein Freund ist Zimmermann. Wir brauchen roten Rosenstrauß, gelben Narzissenstrauß, gelben Sonnenblumenstrauß und 5-mal roter Mondstrauß. Oha. Aber wir kriegen richtig viel Geld. Aber das ist sehr viel. So, ich glaube, ich muss das gießen. Wasser ist alle. No. Auffüllen. Die Verlosung war schon, ja. Die war gerade eben. Pflanze geht's gut, die wachsen gerade alle. Oh, schön. Schön, dem zuzusehen. Tja. Dann wachst mal schön hier mit dem Schnellwachsdünger. Aber Kishi, wie gesagt, auf YouTube gibt es auch nochmal eine Chance von einem Key. Da muss man nur schnell sein. So, hier. Achso, den geht's gut. Den müssen wir gar nicht. Die müssen wir gar nicht gießen. Das ist entspannt. So. Packen wir die mal rein. Und dann schneiden wir hier die wieder ab. Oh, ich erwische da immer die Rose. Das ist natürlich nicht so gut. So, was ist das eigentlich nochmal? Was ist das? Der Nieswurz. Den habe ich noch gar nicht gebraucht. So, Tulpen. Habe ich jetzt Tulpen bekommen? Ja. Oder? Oh, guck mal, Mohn ist schon fertig. Oh, gut, dass da 3 rauskommen. Das erleichtert das Ganze natürlich. Die sind noch am Wachsen. Aber eine Bestellung kann ich ja dann... Nee, kann ich noch nicht abschließen. 10 brauche ich hier. Uff. Und hier brauche ich Blumensträuße, richtige. Oh, und ich habe schon wieder neue Anfragen. Die Ereignisse überschlagen sich. Gestern Nacht war die Arbeit ein bisschen hart. Ich muss ein paar Zeichnungen machen, um mich abzulenken. Kannst du mir vielleicht ein paar weiße Nieswurz als Vorlage geben? Nieswurz habe ich genug. Ich arbeite an einer Fantasy-Version des Waldes, in dem Robin und ich zum ersten Mal gefunden haben. Wie schön. Oh, noch mehr. Noch mehr Post. Ach so, annehmen. Gut, also Nieswurz habe ich genug. Da kannst du was haben. Hier. Sehr gut. Direkt das Geld hier rein geflattert. Wer hat gewonnen? Tintenherz und Leonie haben gewonnen. Ja. Hallo, Princess Gnaggi. Hallöchen. So, einmal die Katze streicheln hier. Und dann gucken wir mal, was wir für Sträuße brauchen. Sehr viele Narzissen. Ich glaube, ich muss doch mehr pflanzen, Leute. Das klappt so nicht. Ich muss mehr Samen pflanzen. Hier. Okay, Rosen vielleicht nicht. Rosen haben wir ja sehr viele. Aber... Ah! Die zählen nicht, weil ich die nicht ausgepackt habe. Aber jetzt zählen die! Ja!
Okay, ich brauche 5 von denen jeweils, oder? Aber ich glaube, ich sollte vorher die anderen Anfragen hier einlösen. So. Hier einmal das. Da brauche ich noch Mohn. Tulpen. Okay, hier. Rosensträuße. 5. Narzissensträuße 5. Sonnenblumensträuße 5 und Mondsträuße 5. Das ist viel. Mohn brauche ich generell mehr. Da muss ich mehr schneiden. Ey, Schnellwachsdünger ist echt notwendig hier. So viele Blumen, wie man hier produzieren muss. So. Efeusamen. Sehr gut. Ich hoffe, ich kriege vom Mohn auch bald Samen. Und Rosen brauche ich auch ganz viel. Schneiden wir ein bisschen hier. Wie das wächst hier. Das ist so krass. Wächst mir hier alles zu. Es wird ja immer größer und immer größer. Die muss man ja tatsächlich zurückschneiden. Das ist krass. Auch die Narzissen, guck mal. Die biegen sich schon, weil die so hoch werden. Das ist voll cool gemacht. Also ein Garten ist sehr viel Arbeit, Leute, aber ihr seht schon, es lohnt sich. Was man hier alles draus machen kann, ist Wahnsinn. So schön. Wenn du die Rosen schneidest, sieht das schon wild aus. Wenn du Edward mit den Kennst du Edward mit den Scheren hinten? Ja. Ja, ich schneide aber auch wild. Guck. Ah. Bin hier richtig im Flow. Aber sie werden ja nicht weniger. Es ist ja trotzdem so ein schöner Rosenstrauch. Obwohl ich hier alles wegschnippe. So. Mohn ist schon wieder fertig. Sehr gut, den brauche ich auch dringend. Efeu. Neuen Zahn gefunden. Sonnenblumen, fertig. Der Schnellwachsdünger ist toll. Der ist richtig toll. So, dann machen wir jetzt noch die Aufträge hier. Bis wir dann eh nur mehr den einen haben. Wir haben nur mehr den einen. Okay, Rosenstrauß, Narzissenstrauß, Sonnenblumenstrauß. So, hier ist schon wieder das fertig. Tulpen auch. So. Gut. Rosenstrauß. 5. Oh, 5! Braucht jeweils 50 rote Rosen. Das ist krass viel. Okay, den brauchen wir auch. Nieswurststrauß glaube ich nicht. Boah. Okay, also wir müssen wirklich sehr viele Rosen schneiden. So. Ist aber krass, wie schnell es geht. Die Pflanze sieht gut aus. So. Tulpa. Krass. Ich brauche auch hier wieder ein bisschen Platz. Und schneidet halt auch gleichzeitig immer auch Unkraut weg. Guck mal, wie schnell das wieder nachwächst. Nein! Hör, wieso werden die so groß? Mal ein bisschen stutzen hier. Kann ja nicht sein. Kann man auch zu viel abschneiden? Ich glaube nicht, wenn man den Schnellwachsdünger drauf hat, weil die dann schon sehr schnell, hoppala, nachwachsen. Aber ich glaube nicht, nee. Weil Leslie hat auch gesagt, wenn man runterschneidet, also bis hierhin, dann ist das nur für den Komposter, aber die wachsen trotzdem nach. Was cool ist. So, also Rosen brauchen wir eh unendlich viele. Brauchen wir 250 Stück. Was man? 250 Rosen. Oh mein Gott, Leute. Rosen sind ja eh so teuer und das sind ja auch gefüllte Rosen. Das heißt, so eine Rose kostet... Boah, was kostet das heutzutage? Das sind ja richtig teuer. So
Also eine Rose 5 Euro? Bin ich da dabei? Ich weiß es leider nicht. Ich kenne den Rosenpreis nicht. Aber ich glaube, so eine Rose 5 Euro, ist das zu viel? So eine gefüllte, schöne Rose? Nee, ich glaube, das ist nicht zu viel. Das ist richtig teuer. Ich brauche noch mal 100 Stück. Ich kann die Nachricht nicht machen. Mein Konto ist mit einem anderen Gerät verbunden. Okay, dann musst du in den Einstellungen das ausmachen, dass du die Flüsternachrichten erhalten kannst. Dann kann dir Dr. Dudu schreiben. Ganz wichtig. Du sollst natürlich den Key bekommen. Hä? Es wird langsam spät. Nein, ich habe aber meine Sachen noch nicht erfüllt. Ich brauche noch mal 100 Rosen. Obwohl 50 hatte ich ja. So, immer von den abwechselnd abschneiden natürlich, damit die anderen schön nachwachsen können. Hier, cut, cut, cut. Aber ich glaube, ich muss ja rote Rosen machen, keine rosanen. So, aber es ist ja richtig ein Business hier, das wir uns aufbauen. Das ist toll. Oh, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Echt so viel, das ist schon teuer. Ich glaube für die gefüllt, also wirklich für diese hier. Es gibt ja auch Rosen, die, wo man nur so die äußeren Blätter sieht. Die sind natürlich nicht so teuer, aber diese gefüllten, die richtig schön ausgefüllt sind mit ganz vielen Rosenblättern. Und diese großen, die kosten sicher so viel. Also ich muss mal in eine Gärtnerei gucken. Ich würde das schon interessieren. Pflanze geht es gut. Gut. Also die Tulpen wachsen echt langsam. Da sollten wir schleunigst mehr pflanzen. Haben wir Samen? Hier von Narzissen? Efeu. Mal kurz gucken. Jetzt weiß ich auch, warum es hier so viele Slots gibt hier drin. Am Anfang dachte ich mir so, hey, das ist ja schon ein bisschen viel, was man hier reinpacken kann. Aber jetzt verstehe ich's. Hoppala. Achso. Samenlager. Rote Rosen, Laubhauf. Ach, das wird dann hier so rein gegeben, das was dann zu viel ist. Okay. Okay, okay. Die brauche ich gerade nicht und die auch nicht. Kann ich das Lager irgendwann mal erweitern? Das kommt mir sehr klein vor. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Mal schlafi gehen. Tag 7. Wir sollten auch in die Stadt gehen, um mehr Samen zu bestellen. Oh, wir haben schon wieder einen Post. Ich versinke gerade in Arbeit, aber ich musste mich trotzdem bei dir melden. Hättest du in deinem Garten vielleicht ein paar Pfingstrosen für mich übrig? Ich möchte eine Freundin überraschen, die ganz vernarrt in diese Blumen ist. Vielen lieben Dank. 20 Mal. Okay. Ich bemühe mich. Wir werden das schon hinkriegen. So, hier wird wieder mal alles geschnittener, damit das gleich nachwachsen kann, wenn ich weg bin. So. Oh no! Hier ist alles voller Ungeziefer. Wartet, ich hab die Rettung. I hate to tell you, oh. It looks like you've developed a pest problem. Ja. Look for the cloud of insects buzzing around the plant. Ja. Ich habe definitiv ein Problem mit Schädlingen, sagt sie mir gerade. Elisin, Hallöchen. Maybe Leslie has one in her shop. Ja, Leslie hat einen, ich habe den schon gekauft. Ich bin gut vorbereitet hier. Habe ich den jetzt schon geholt? Nee. So. Pack den hier rein. Just spray it on an infested plant before the pests can kill it. That will shoo them away. Oh no!
Sprühe es einfach auf eine befallene Pflanze, bevor die Schädlinge sie umbringen können. Okay, also sie können schon sterben, die Pflanzen, Leute. Das wird sie verscheuchen. Some weeds can draw pests away too. That might help you manage them well. Aber vergiss nicht, es gibt Unkraut, das Schädlinge bevorzugen. Das könnte dir auch helfen. Ach, wie cool. Okay. Gib ihr etwas Wasser. Okay. Jetzt ist sie wieder schön. Aber hier ist auch noch ein Problem. Es ist schon leer. Oh no. Okay, die Pflanzen trocknen auch wirklich aus. Das ist krass. Okay, dann müssen wir ja wirklich gießen. Öfters mal, damit die nicht austrocknen. Aber Schädling ist auch wichtig. Da muss ich mir wieder was holen. Ist eh kostenlos bei Leslie. Aber ich denke nicht, dass es für immer kostenlos bleibt, muss ich ehrlich sagen. Oh no, das ist auch befallen. Okay, schneid mal ab. Und dann gehe ich gleich zu Leslie. Habe ich ja sowieso vorgehabt. Oh! Rosa Narzissen, Leute! Ich habe eine rosa Narzissensamen gefunden. Hier. Nee, blassgelb. Die hat irgendwie rosa ausgesehen. Aber blassgelb. Stellen wir mal hier daneben hin. Tja. Mal gucken, was da draus kommt. Gut, dann gehen wir kurz noch weiter gießen und dann direkt in den Laden zu Leslie. Du kannst das Ungeziefer-Spray in deinem kleinen Häuschen auffüllen. Ach echt? Kann ich das? Will ich gleich mal gucken. So, hier ist alles fresh. Nee, das ist nicht fresh. Ah ja, stimmt. Kann ich einfach auffüllen. Danke für den Tipp. Das ist sehr hilfreich gewesen. So. Gut, dann gehen wir jetzt in den Shop. Schnitt einer Sonnenblume. Brauchen wir ja auch Sonnenblumensträuße. So, und Mondsträuße war auch. Und Rosensträuße. So. Wie viel brauche ich jetzt noch? Mondsträuße, glaube ich, brauche ich noch ein paar. Genau, Mondstrauß, Rosenstrauß. Habe ich das weggepackt? Ich glaube ja. Ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ei. Hoppala. Oh, da ist ja noch eine Katze. Hallo. Wie viele Katzen hier rumlaufen. Voll süß. Okay, Samenlager. Ey, ich habe keinen Platz für die ganzen Blumen. Ich bin ganz ehrlich. Mond brauche ich gerade. Die Rosen brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade auch nicht. Aber wo sind denn jetzt meine Rosensträuße? Habe ich die weggegeben? Oh, Bäckchen, danke für 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Okay, okay, der Key wurde verteilt. Sehr schön. Danke. Danke, Dr. Dodo, für deine Arbeit. So, Schnitt einer Narzisse gelb. Ich habe keinen Platz mehr. Ach doch, ich habe Platz. Ich habe Platz, Leute. Ich habe schon Sorgen gehabt. Schnitt von Mond, das brauche ich, ja. Was ist hier alles drin? Genau, hier sind die. Da haben sie sich verkrochen. Also Rosenstrauß habe ich alle. Sonnenblume brauche ich noch und Mond brauche ich noch. Und Tulpe brauche ich auch noch, oder? Hier, genau. Nee, Tulpe nicht. Narzissen. Narzissen, Sonnenblume und Mohn. Alles klar. Alles klar. So. Hallo, Leslie. Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Sie redet über ihre Kröte. Okay, also... Pfingstrosen wurde gefragt. Hier. Kaufen wir gleich mal zwei. Alpenveilchen haben wir auch noch nicht. Herzblume haben wir auch noch nicht.
Hortensia haben wir auch noch nicht. Und hier Amaryllis. Ich glaube, das wurde alles noch nicht gefragt. Aber wann wächst denn das? Ich kaufe einfach mal alles. Bin jetzt mal so frech und kauf mal alles so ein bisschen ein. Also jetzt habe ich ja wirklich alles. Oder? Habe ich die schon gekauft jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht. See you next time, dearie. Aber jetzt habe ich eh ganz schön was zu tun. Oh, hello, dearie. Erntebeutel. Wie beschreibt man die Magie, die man spürt, wenn man alle Samen einsammelt, an denen man bei der Arbeit im Garten vorbeigeht? Wir nennen es den Erntebeutel. Mit einer einzigartigen Mischung aus überlieferter Technik und bereitwilligem Glauben kannst du auch die Macht meistern. Frag einfach nicht, wie es funktioniert. Siehst du? Okay. Ist ein Gartenwerkzeug, das Amateure besonders verwirrt, wenn man sich nach der Bedeutung des Namens fragt. Wir machen es einfach für dich. Du möchtest deine Pflanzen vom Boden in einen Topf umpflanzen, vom Topf in den Boden, von einem Garten in ein Gewächshaus. Das kannst du alles einfach mit diesem Werkzeug bewerkstelligen. Den Spaten, sorry. Der Pflanzkelle. Aha. Interessant, interessant. Okay, und hier kann ich die ganze Deko kaufen. Oh Mann, guck. Gloopy, der gleichgültige Gespenst ist süß. Oh mein Gott, Schmetterlingsleiter. Steinwegplatte. Das wäre auch cool, um das so ein bisschen abzuteilen. Oh, Schnecken. Blumenkasten. Oh, schön. Ich habe schon wieder mein ganzes Geld ausgegeben. See you next time, Mist. Wieso passiert mir das immer? Ich werde mir Garten Live auf der Switch holen, wenn es draußen ist. Kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich ein sehr schönes Game. Ich lieb's. Und auch wie schnell die Story auch trotzdem vorangeht, obwohl das halt ein Gartensimulator ist. Ich glaube, das ist gar nicht mal so selbstverständlich, dass man das so zeitlich schön hinkriegt, dass man nicht allzu lange warten muss, aber dennoch ein bisschen Geduld mitbringen muss, weil nicht zu schnell geht. Ich glaube, das auszubalancieren ist gar nicht mal so leicht. So. Pflanze jetzt alles einfach mal, damit ich das ernten kann. Hoppla, so. Herzblume. Ich hoffe, das wächst jetzt auch alles. Es braucht natürlich auch gleich ganz viel Wasser. So. Wachst schön, meine guten Pflanzen. Und dann brauche ich auch noch Schnellwachsdünger. So, unten Geziefer. Nee, wo ist mein Schnellwachsdünger? Hier drin. Yes! Boah. Hab ich viel Schnellwachsdünger. Perfekt. Und es ist schon wieder spät geworden. Erfülle Leslies Anfrage, um den Gartenstand zu bauen. Okay, da sollten wir jetzt auch endlich mal fertig werden. Da muss ich dann noch die Blumen schneiden. So. Und wieder Schnellwachsdünger nach. Kippen hier. So. Dann brauche ich ja noch Mohn. Ich brauche noch Sonnenblumen und ich brauche Narzissen. So. Wie gefällt euch das Game bis jetzt, Leute? Hanna, willkommen zurück. Spielen wir Prinzessin Peach im Rampenlicht eigentlich im Stream? Weiß ich noch nicht. Hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. So, Tulpen, die brauchen immer ein bisschen länger. Habe ich noch einen Schnellwachsdünger übrig? Nee. Okay. Boah, ich habe keinen Platz. Das ist so krass. Hier mal das austauschen mit dem.
Super. Kriegen die mal wieder Schnellwachsdünger drauf. So. Gut. Wachst, meine Lieben, wachst. Oh, die rosa Rosen sind so schön. Gerade so für Valentinstag. Ein Träumchen. Das Spiel ist sehr schön. Gelb ist richtig cozy. Schön. Schön, dass es euch auch gefällt, weil ich mag es wirklich sehr. Es macht mir mega Spaß. Oh, da sind Narzissen ready. Sehr schön. Und neue Samen. Ja. Ach ja, die blassgelben. Da habe ich ja jetzt auch schon welche. Schnitt einer Sonnenblume. So, wir brauchen eh Narzissenstrauß. Sehr schön. Mondstrauß. Brauchen wir auch. Aber genug haben wir noch nicht. Ach, das ist jetzt wieder rein in den Kasten gegangen. Das ist jetzt hier wieder alles rein, weil ich schon wieder keinen Platz habe. Kann man das, glaubt ihr, kann man das erweitern? Das Inventar? Das wäre definitiv sehr cool. So, Schnitt in der Sonnenblume. Achso, nee, die sind nicht hier. Die sind da. Da sind die. Oder? Oder habe ich die jetzt alle hier? Nee, ich habe die alle hier. Sonnenblume habe ich 3. Da brauche ich dann noch welche. Genau, 2-mal Narzisse noch, 2-mal Sonnenblume, 2-mal Mond. Alles klärchen. Das kriegen wir morgen hin. Dann kriegen wir morgen unseren Strauß. Das ist schön. Ich male jetzt meine Pixelbilder weiter. Oh, schön. Pixelart ist herrlich. Ich liebe das. So, okay. Die Pfingstrosen. Boah, die sind schön. Oh mein Gott, die sind noch so viel größer. Das ist krass. Und hier sind dann noch die... Wie hießen die? Alpenveilchen. Schön. Oh no! Meine Sonnenblumen. Und hier Käferbefall. Das geht natürlich auch gar nicht. So. Oh, die Hortensie! Wenn das nicht schön ist, Leute. Also Hortensien sind auch mega geil. Und je nach Bodenbeschaffung werden die ja anders farbig. Also es gibt auch blaue Hortensien. Ich glaube, das hat mit Kalk zu tun. Das sollte ich wieder auffüllen. So. Okay. Geht weg! Hä, wie viel das braucht? Fast die halbe Flasche. Hier ist auch wo was. Ich höre es doch ganz genau. Hier, die Rosen sind schon wieder voll mit Ungeziefern. Unglaublich. Willkommen, Jack. Ah. Irgendwo höre ich sie doch noch. Hier. So, da. Da ist noch was. Das gibt's doch nicht. Ich muss irgendwas finden, was mir die vom Hals hält. Hier. Gibt's doch gar nicht, ey. So. Das ist ja verrückt. Keine Ahnung, für Unkraut habe ich ja keine Samen. Wie soll ich das denn machen? Naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch Sonnenblumen. Tulpen auch mal auf Vorrat hier besorgen. Und Narzissen brauchen wir auch noch. So.
Und hier schneide ich natürlich auch gleich ab. Für später brauche ich sicher einiges davon. Hey, krass. Krass, wie viel die wachsen. Mohn brauchen wir auch ganz dringend. Sonnenblume. Und dann schneiden wir gleich mal ein paar Hortensien. Und hier wunderschöne neue Blumen, Leute. Wowie! Bin ein bisschen überfordert, weil es so viele sind, an die man am Anfang schon kommt. Meiner Meinung nach. Aber ich finde es toll, dass man die später auch umpflanzen kann. Das heißt, dass man die nicht direkt abschneiden, also ausgraben muss und dann nichts mehr von dem hat, sondern dass man die einfach dann umpflanzen kann später. Mit dem Spaten. Das ist natürlich auch von Vorteil. So, dann gucken wir mal, ob wir was machen können. Ja, Narzissen, sehr schön. Da brauchen wir noch Mohn. Ist wahrscheinlich alles hier gelandet. Hier Tulpen. Brauchen wir Tulpen auch? Nee, Narzissen, die haben wir ja jetzt. Mohn. Und? Warum vergesse ich das immer? Mohn haben wir noch nicht genug. Ich vergesse es immer. Mein Gedächtnis ist nicht so gut. Ich verabschiede mich für heute. Ich schreibe morgen eine englische Arbeit und möchte ausschlafen. Hanna, das ist gut so, wenn du das machst. Gute Nacht und schlaf gut. Und morgen viel Glück. Wenn der Boden unter der Pflanze braun ist, müssen sie gegossen werden. Ja. Also der ist ja immer braun. Ach so, der Boden. Ah. Du meinst das Gras rundherum. Mhm. Sonnenblumenstrauß und Mondstrauß, Leute. Das war's. Sonnenblumen und Mond. So, das wächst ja schnell nach. Och, das ist aber schön. Das ist ja jetzt wirklich schnell gegangen gerade. So. Hier sind auch noch Sonnenblumen. So. Gut. Sonnenblumen und Mohn. Okay, dann brauche ich nur mehr einen Mohnstrauß und einen Sonnenblumenstrauß. Gut. Easy, das kriegen wir heute noch hin. Ich glaube, ich werde mir ein bisschen Schnellwachsdünger besorgen. So. Die packen wir hier rein. Die auch. Auch, die auch, die auch, die auch und die nicht. Oh, wartet mal, Sonnenblume habe ich jetzt reingepackt. Das sollte ich nicht tun. Nein, Schnitt einer gelben Sonnenblume. So. Schnellwachsdünger. Kann ich das hier so rüberschieben? Oh, nein! Ja, perfekt. Das kommt hier rein. Okay, mittlerweile... Ich habe echt schon so eine Routine jetzt drin. Es fühlt sich zumindest so an, als hätte ich eine. So. Hier alles schön pflegen. Perfekt. Und dann können wir die schon wieder schneiden. Das mit dem Gedächtnis kenne ich. Ich habe gestern in der 1a in der Prüfung, als es um Gravitation ging, denke ich mal, sehr viel Müll erzählt, war auch die Rückmeldung der Prüferin. Oh ja, das kann ja mal passieren. Also wirklich. Gerade wenn man noch neu in der Materie ist, egal ob das jetzt ein Game ist oder einfach eine Prüfung oder Lernstoff, wenn man das nicht, noch nicht so oft wiederholt hat... Es ist halt so unser Gedächtnis. Wenn man einmal was gehört hat, vergisst man es relativ schnell. Sehr schnell. Es ist halt so. Ist normal. So, Sonnenblumenstrauß. Wir haben's, Leute. Wir kriegen unseren Laden. Die Aufträge kannst du mit R aufrufen. Oh, stimmt. Das ist schön. Danke.
So, Belohnung, 57 Blümchen. Also wir kriegen richtig krass viel. Und den Laden. Yeah. Und hier brauche ich Pfingstrosen. Hey there. I see you got ah, Jasmine ist da. I didn't bring it up because I didn't want you to feel pressured into it. But thanks. It'll mean a lot to Lori. Ich kann die Gießkanne am Fluss auffüllen. Auch cool. Danke, Scholle. Vielen, vielen Dank. Und danke, Spanierin, auch für deine Tipps. Geh jetzt Abendbrot essen. Komm später nochmal rein. Tintenherz, Mahlzeit. Hallo, ich sehe, du hast mit Robins To-Do-List angefangen. Ich habe es nicht erwähnt, weil ich dich nicht unter Druck setzen wollte. Aber danke, es wird Lori viel bedeuten. Leslie says thank you for the bouquets and unsurprisingly she's already reached out to Kavitation, wie geschrieben. Echt, was ist denn das? Ach, Strömungslehre. Strömungslehre hatte ich auch an der Uni tatsächlich, aber englische Bezeichnung dafür, deswegen kannte ich gerade den Begriff nicht. Leslie bedankt sich für die Streuße und hat wenig überraschend bereits Joe, den Tischler, kontaktiert. So wie ich sie kenne, wird bei dem nächsten Gang zum Dorfplatz dort ein Stand auf dich warten. Ah, cool. Mach das. I think it'll be cool to take another shot at it. Eine Sache noch. Du hast bestimmt gesehen, dass auf der To-Do-Liste ein Pavillon erwähnt wird. Ich denke, den werde ich wieder aufmachen. Könntest du bei Gelegenheit mal vorbeischauen? Es wäre bestimmt schön, den wieder in Angriff zu nehmen. Thanks. Great work again. Things are really coming along nicely. Ja, cute. Super, danke. Gute Arbeit mal wieder. Die Dinge entwickeln sich wirklich gut. Bis bald. Also wir machen auch unseren Job gut. Oh. I didn't know Jasmine had closed it. If you've not seen that yet, you're gonna love it. It's really gonna be something else. Check, dann geh lernen. Geh lernen. Alles gut. Der Pavillon. Ich wusste nicht, dass Jasmine ihn geschlossen hatte. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, kannst du dich auf was freuen. Der ist etwas ganz Besonderes. Oh, ich freue mich drauf. Okay, Jasmine möchte ein paar Alpenveilchen und Lori Rosen. Okay, gut. Alles klar. So, also, hier, wir brauchen auch die Pfingstrosen ganz dringend. Da schneide ich jetzt gleich noch welche ab. So, mittlerweile haben wir ja schon ein bisschen Geld. Das ist echt toll, wie sich das hier entwickelt. So, Mond, schneide, schneide, schneide. Hortensien, schneide, schneide. Hier, die muss ich immer abschneiden. Da gibt es nicht so viel auf einmal. Auch von denen. So, ey, wie das klimpert. Ist das nicht herrlich? So. Gut. Pack die jetzt einfach mal alle hier rein und nehme mir die raus, die ich wirklich brauche. Weil sonst verliere ich hier echt den Überblick. So. Ich brauche Alpenveilchen. Alpenveilchen, Alpenveilchen. Das sind die hier. Und ich brauche Pfingstrosen. Perfekt. So. Das Spiel ist so cool. Oh ja, es ist so toll. Ich lieb's. So, bitteschön. Und bitteschön. Und Rosen, die machen wir morgen. Wir gehen jetzt schlafen. Yeah, die Kohle kommt rein. Toll ist das. Das ist schön. Wie der Bus einfach auch jedes Mal wegfährt und einen tollen Garten präsentiert. Schön. Ich lieb's. Okay, also, wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen, wurde uns gesagt, kriegen wir einen Stand. Das heißt, das steht heute am Programm. Zuerst aber natürlich hier alles gießen. Also man sieht schon, ja, der Boden ist braun. Okay, jetzt sehe ich das auch. Das ist ein gutes Anzeichen. Wir haben hier auch wieder Ungeziefer. So, so ist der Boden grün. Hier, guckt mal, das ist alles hier braun. Das gehört alles gegossen.
probiere das jetzt mal hier ab, aufzufüllen. Ja, das geht schneller. Praktisch. So. Brauchen auch mal unbedingt eine bessere Gießkanne. So. Und dann haben wir natürlich wieder Ungeziefer. Oh, war das eine neue Farbe? Rote Narzissen, cool. Also ich bin gespannt, wie viele Farben es so gibt. Jetzt haben wir ja schon einige hier bekommen. Wird auch alles gegossen hier. So, jetzt verstehe ich das mit dem Gießen. Jetzt habe ich das endlich gesehen. Ich habe das vorhin nicht gesehen, dass das so braun wird. Das ist natürlich nicht schön. So, das muss ich auffüllen gehen. Ach, das kann ich einfach so auffüllen. Muss ich gar nicht reingehen. Schön. So, irgendwo höre ich doch hier noch Käfer. Hier. So. Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Gut. Dann brauche ich noch ein paar Rosen. Ich glaube, ich hole mir die von drinnen, oder? Ich glaube, drinnen habe ich auch nicht mehr so viel. Alpha-Bäumchen, Hallöchen. Mona, ich soll mich stretchen. Das mache ich natürlich. Ach, hat schon geknackt. Oh, und nochmal. Knacks, knacks. Ah, so. 50 Rosen, glaube ich, wurde angefragt. Oder 30, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall viele. Auch gleich wieder abschnibbeln. Also die blassgelben Narzissen sind wirklich einfach nur ein bisschen blasser. Genau wie es der Name sagt. Aber dennoch sehr, sehr schön. Guck mal, das sind blassgelbe hier. Und das ist die gelbe. Ist wirklich ein Ticken blasser einfach. Aber wir haben jetzt auch rote, die müssen wir auch pflanzen unbedingt. Da ist noch ein Nieswurz. Ich würde gerne ein bisschen Struktur in den Garten bringen. Da müssen wir aber Deko kaufen. So. Leslie braucht 12 Schnitte Rosen und Sonnenblume. Alles klar. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Aber hier, 30 wurden angefragt. Okay. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal in den Laden, weil ich will meinen Laden. Oh. Why, hello, my dear. As promised... Ja. Now the proud owner of one garden stall. It's there, in the corner, opposite the shop and the pavilion doors. Hallo, wie versprochen, besitzt du jetzt einen wunderschönen Gartenstand. Das ist er in der Ecke gegenüber des Ladens und der Pavillontür. Das ist unser Laden, guck mal. It should be very simple for you to use. Schön. People will come by, hopefully before or after coming to visit me, and give you florins for whatever you're selling. Es sollte nicht schwer zu benutzen sein. Die Leute kommen vorbei, hoffentlich vor oder nach einem Besuch bei mir und geben dir Blümchen für das, was du verkaufst. The next morning, you'll be able to collect the money from the previous day in the okay. Little money box. Am nächsten Morgen kannst du das Geld vom Vortag von der kleinen Geldkiste einsammeln. But what you should keep in mind is this. Some items will do better or worse in different seasons. Oh. That comes with the trade. Was du aber bedenken solltest, einige Gegenstände werden sich in bestimmten Jahreszeiten zu höheren oder niedrigeren Preisen verkaufen. Das bringt dann der Handel mit sich. Also wahrscheinlich die seltenen Waren, die werden natürlich dann auch teurer verkauft. Das ist aber cool. I'm sure you can manage that just fine, dearie. Ich bin mir sicher, dass du das ganz toll meistern wirst. Ah, machen wir es. So ein aufregender Schritt. Cool, also ich kann hier einfach... So meine Blumen, die ich übrig habe. Preis 26. Mal gucken. Pfingstrose 24. Hier 40 Alpenveilchen. Kann ich da auch einzeln übertragen? Ah ja. Nee, einzeln übertragen. Stapel. Ah, gedrückt halten. Okay. Dann kaufe ich da mal 4. Ich brauche Geld. Das machen wir. Ich kann die eigentlich alle verkaufen.
Für die Aufträge habe ich ja eh immer Zeit. Ich verkaufe die alle. Okay, dann würde ich 192 bekommen. Sehr schön. Okay. Gehen wir einmal mal kurz hier hin. Ich würde gerne so einen Bogen haben. Rubin-Jade-Bogen. Boah, aber blau dekorieren wäre auch irgendwie schön, oder? Oder sollen wir alles in Stein machen? Nee, ich glaube Stein. Ja. Okay, ich habe einen Bogen gekauft. Das reicht aber für heute. Das reicht für heute. Ich möchte nämlich jetzt noch in den Pavillon gehen. Diese Tür hat sich nämlich geöffnet. Oh, wow. Oh, wow. Warum war der geschlossen? Das ist doch so wunderschön. What? Hi. So, this is the pavilion. Looks rather spectacular even as it is, don't you think? Hi, also das ist der Pavillon. Es sieht so schon fantastisch aus, findest du nicht? Ja. Basically, Robin and I were talking about more ways to use the garden at the last summer festival. Das ist so cool hier. Nice to honor the people in the village who we really care about. Beim letzten Sommerfest haben Robin und ich darüber geredet, wie wir den Garten noch nutzen könnten. Wir dachten, es wäre nett, etwas zu Ehren der Leute im Dorf zu machen, die uns wichtig sind. Before you could have known it, we were thinking about what makes those people stand out, coming up with ideas. We even decided we should get a couple too. Und bevor wir uns versahen, haben wir auch schon diskutiert, was diese Menschen auszeichnet und Ideen entwickelt. Und dann wollten wir auch noch auch ein paar haben. These statue frames you see came from that, all except the heart-shaped one at the front. I made that for Lori more recently. Okay, alle diese Statuenrahmen hier gehen darauf zurück. Alle außer dem herzförmigen ganz vorne. Wo ist das? Das hier. Den habe ich erst kürzlich für Lori gemacht. Oh, Statuenrahmen sind das. You'll find a list attached to each one of the flowers Robin planned to use to make the statues themselves. Oh mein Gott, das wären Blumenstatuen. Those flowers to spare. You can just put them in the Dutch bucket by each statue. Anbei findest du eine Liste der verschiedenen Blumen, die Robin benutzen wollte, um die Statuen selbst herzustellen. Wenn du mal welche von diesen Blumen übrig hast, kannst du sie einfach in die Pflanzbehälter der einzelnen Statuen geben. Marcus and I will work on getting them set up when all the flowers are collected. Markus und ich machen uns dann ans Werk, wenn alle Blumen gesammelt sind. Wie schön das dann aussehen wird. Oha. Okay, hier 35 Jasmin und 15 Narzisse. Und dann wird die Statue einfach fertiggestellt. Oha. Und auch die verschiedenen Farben. Das sind unterschiedliche Farben. Wie cool wird das aussehen? Ey, das ist ja richtig schön. Hier brauchen wir Mohn- und Nieswurz. Boah, guck mal, da ist die Planung, wie das dann aussehen wird. Wie cool. Ey, das wird voll schön. Was für eine gute Idee einfach. Und auch alles hier rundherum. Die Deko ist so süß. Ey, das Spiel ist sehr, sehr, sehr cool. Okay. Ich guck mal noch hier rein. Habe ich hier irgendwas reingepackt, was ich eigentlich gerade brauche? Nee. Okay. Gut. Ach, wartet. Einmal noch kurz gucken hier. Wenn ich noch einkaufen darf. What ja. can I do for you, dearie? Hier, weißer Lattenzaun. Ich weiß nicht. Oh, Schlauch. Kann ich mir gerade nicht leisten. Okay, da brauche ich ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, ich würde lieber upgraden, als hier zu viel Geld für Deko auszugeben. Ich glaube, das ist ein bisschen schlauer, das zu machen. Joma, ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Abend. Bye, bye. So, das ist jetzt auf jeden Fall unser Torbogen. Den mache ich gleich hier zum Eingang hin. Natürlich. So. Ich würde sagen, eigentlich hier. Ja. Schön. Schön, schön. Okay, dann können wir ja später... Also Steine verlegen bis hierhin und bis zum bis zur Brücke hier. Und später können wir hier auch einen Brunnen aufstellen. Ich glaube, das kann ganz schön werden. Oh,
Ich wollte das hier nicht lagern. So. Und natürlich gucken, dass wir viele Blumen haben, damit wir da auch ganz viel spenden können. Und ganz bald die ganze Statuen freischalten können. Ey, das klingt so gut, diese Idee. Oh! Ich habe eine schwarze Rose entdeckt? No way. Wie cool. Also eine schwarze Rose ist schon sehr besonders. So. Ich glaube, ich brauche auch mal wieder Schnellwachsdünger hier. Aber ich will jetzt die schwarze Rose noch pflanzen. Hier. Einfach eine schwarze Rose. Okay, wo packen wir die denn hin? Die ist ja groß. Die ist ja groß, groß, groß. Ich würde die vielleicht hier so hinmachen. Hier ist noch nichts. So, und natürlich gießen. Und vielleicht auch noch Schnellwachsding drüber hauen. So. Da können wir das reinpacken hier. So. Ich kann das am Boden platzieren, das wusste ich gerade noch nicht. So. Okay, dann gehen wir jetzt schlafen und morgen finden wir hier hoffentlich schwarze Rosen vor. Wie cool ist das denn? Gibt es eigentlich schwarze Rosen in echt? Gibt es das eigentlich? Ich meine, es gibt es in allen möglichen Cozy Games, aber ich glaube, ich habe noch nie eine schwarze Rose in echt gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Gibt es das? Ich liebe es, wie... Ach, da, kleine Froggy hier. Das sehe ich ja erst jetzt, wie süß. Da auch. Ich liebe es, wie der Garten zurzeit aussieht. Und ich habe mich gefragt, ob du ein paar Schnittblumen für meinen Laden übrig hast. Du kannst einfach diesen magischen Touch, Touch, diesen magischen Touch, der deine Pflanze besonders macht. Liebe Grüße, Leslie. Sie will Tulpen und Nieswurz haben. Und... Jasmine schreibt, ich hatte gerade eine tolle Idee. Ich brauche ein paar Pfingstrosen und Tulpen, um ein Arrangement für eine Fotoshooting zusammenzustellen. Kannst du mir damit helfen? Es würde so schön aussehen. Okay, Pfingstrosen und Tulpen. Oh, und eine Cosplay-Gruppe, die in der Nähe ein Event veranstaltet, hat uns eine Anfrage geschickt. Der Organisator des Spiels ist ein Vampir aus einer Gruppe, die eine rote Rose als Symbol trägt. Und sie möchten dem Veranstaltungsort eine gewisse Stimmung geben. Das klingt, als ob ein wirklich unterhaltsamer und intensiver Abend werden würde. Kannst du uns bitte helfen? Vielen Dank, Jasmine. Alles klar, ich helfe euch doch. Ich helfe euch doch gerne. Ey, das ist so cool. Okay, wir gehen jetzt gleich zu den schwarzen Rosen. Guckt euch das mal an. Oh, ja, gibt es. Ist aber gefärbt. Gesehen habe ich auch noch keine. Es gibt schwarze Rosen. Ich hatte welche. Okay, dann wird es wahrscheinlich gefärbt sein mit Tinte oder mit irgendwie speziellen Stoffen. Patze, Hallöchen! Geil wäre es schon. Ja, schon, oder? Guckt euch die mal an. Also die sind ja extrem dunkelrot. Ich denke, dass das wirklich klappen kann, wenn man die so speziell färbt. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wo kommt dieser neue Sound her? Habt ihr das gehört? Irgendjemand hat Wuh gemacht. Ich hab's ganz genau gehört, das Wuh. Kommt der von den Vampiren? Ich muss hier meine Sonnenblumen mal ein bisschen kürzen hier. Schwarze Rose, so Valentinstag. Das ist auf jeden Fall besonders. So. Müssen nach neuen Samen hier ausschalten. Pfingstrosen wurden angefragt. Was ist eigentlich mit F? Was mache ich eigentlich mit F? Keine Ahnung. So. Ich pack mal hier wieder einen Schnellwachsdünger rein. Aber ich habe schon wieder zu viele Blumen hier in der Hand. Das ist ja krass. Roserot? Narzisserot, die müssen wir noch pflanzen. Ja, so.
Glücksdinger. Tja, hier auch. Ordentlich was draufklatschen hier. Boah, es ist so cozy, dieses Game. Es ist echt so ein anderes Level an Coziness, finde ich. Die haben das echt gemeistert. Ist der Resound? Resound Alert? Nein, nein, das war was anderes. Das war in-game. Oder? Oder habe ich es einfach überhört? Da sind ganz viele Hortensien da, die ich abschnibbeln kann. Pumpkinelle, Hallöchen. Ja, war in-game. Ey, ihr verarscht mich, ja. Ich habe ganz kurz einen Moment überlegt, ob es wirklich in-game war. Aber es war in-game. Ich habe mich nicht getäuscht. So. Ich könnte mal mit meiner ganzen Sammlung an Blumen dahin gehen. Obwohl, wartet mal. Kriege ich eine Info, was ich alles dort abliefern muss? Nee, oder? Ich kann nur die Aufträge einsehen. So. Aber apropos Aufträge. Ich werde natürlich jetzt gucken. Wir brauchen Rosen und Sonnenblumen. Ich mache einen Auftrag nach den nächsten, weil sonst merke ich mir das sowieso nicht. Sonnenblumen. So. Und die pflanze ich jetzt auch mal. So. Rosen und Sonnenblumen. Abliefern! Dann brauchen wir Tulpen und Nieswurz. Bin am Wochenende in Niederösterreich bei meiner Tante. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Tulpen und Nieswurz. Na, Pumpkinella, wie geht's? Wie steht's? So. Hier brauchen wir noch Pfingstrosen. Die kann ich gleich mal abschnibbeln hier. So. Eine neue Farbe! Oder? Ja, weiße Pfingstrosen. Wie schön. Wie schön ist das? Wo packen wir die hin? Ich wäre eigentlich für so mitten hier hin. Mitten hier hin drin? Dann können wir links und rechts einen Weg vorbei machen. Ich mach das jetzt einfach. Wasser. Hier ist auch schon wieder Gießen notwendig. Ey, das ist cool. So, hier auch. Gießen, gießen, gießen. Alpenfeilchen brauchen wir auch immer wieder mal. So, dann geben wir das ab. Haben wir schon wieder drei Aufträge heute erledigt. Und dann haben wir noch das. Und fertig. Das war alles. Ich habe keine Aufträge mehr. Alles erfüllt einfach. Bin richtig schnell. Und? Sonnenblumen? Die brauchen wir auch. Die auch. So. Ist die schon gewachsen? Nein? Alles klar. Ich gebe ihr Zeit. So, die packen wir hier alle wieder rein. Es wäre halt irgendwie cool zu sehen, was die Stadt braucht. Weil das kann ich von hier aus irgendwie gerade nicht einsehen. Ich habe aber sicher viel übrig, was denen helfen würde. Glaube ich. Weiß denn auch schön, ja.
Weiß ist halt so, so reinlich. Das ist so, also weiße Blumen finde ich schon irgendwie besonders. Was ist mit meinem Efeu? Wieso ist der kaputt? Abgestorbene Pflanze. Ich muss die ab... Oh. Okay. Der Efeu hat aufgegeben. Dann pflanze ich einen neuen. Ich sollte den besser pflegen. Ups. So. Der Radius von der Gießkanne ist eigentlich voll angenehm, finde ich. Yay. Neue Tulpen. These words. Läuft gut, würde ich sagen. Aber schon wieder Ende des Tages. Keine Aufgaben mehr für mich. Bis Donnerstag, Justus. Mach's gut, schön, dass ihr da warst. Ich bin gerade richtig versunken in das Game, ne? Ja, ja, 2,5 Stunden schon. Krass. So, was ist eigentlich das hier? Schau später vorbei. Alles klar. Okay, wir wurden gefragt, ob wir einen Strauß für eine Freundin zusammenstellen könnten, bis bald ihr Baby zur Welt bringen, die bald ihr Baby zur Welt bringen wird. Ich denke da an Narzissen. Die stehen doch für Neuanfänge und so, oder? Ich habe keine Ahnung. Wenn du helfen könntest, wäre es toll. Okay, 20 Narzissen. Alles klar. Okay, jetzt wird das auf jeden Fall zu viel Unkraut. Da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten. Oh, guck mal, die Pfingstrosen. Wow. Ey, weiß gefallen die mir echt besser als rot. Mein Rot ist auch schön. Aber weiß? Wow. So. Gibt es eigentlich Sonnenblumen in einer anderen Farbe? Nee. Ich wüsste es zumindest nicht. Das ist halt ein Blumengame, sehr ja. Da versinkt man gerne mal drin, glaube ich. Vor allem ich. So, hier einfach mal alles durchgießen. Okay, hier haben wir Ungeziefer. Ungeziefer wollen wir natürlich nicht. Die roten Narzissen sind fertig. Schön. Oh. So. Wo sind sie? Hier. Oh, Mohn. Wir haben eine neue Farbe von Mohn. Guck mal hier. Ja, Mohn gibt es auch in anderen Farben. Was war das jetzt für eine? Blau? Da steht nur Mohnwild. Hm. Was heißt Mohnwild? Wir wissen, was das heißt. Dafür müssen wir es aber wachsen lassen. So, die werden schon wieder richtig riesig. Gucken gleich nochmal nach. Aber die sah irgendwie blau aus. Bye bye, Julia. Schlaf schön. Schön, dass du da warst. So, Zissen ab hier. Abschnibbeln. Der Frosch wird voll überwuchert von Rosen. Die Narzissen brauche ich ja für den Auftrag. Und ich glaube, wir sollten echt mal wieder in die Stadt, um zu gucken, was die eigentlich für Blumen dort brauchen bei den Statuen. Tja. Oh, die weißen. Schnibbel, schnibbel, schnibbel. Aber wäre schon schön, wenn in echt die Pflanzen auch so schnell nachwachsen würden. Ich glaube, das wäre ziemlich praktisch. Vor allem, dann hat man immer voll schöne Blumen. Samen habe ich jetzt auch schon richtig viele. So.
Leute, wir streichen jetzt nochmal die Katze. Ja, ein Feini bist du. Und ich würde sagen, wir haben einen richtig bunten Garten jetzt mittlerweile. Jetzt gucken wir uns nochmal die Mohnblume hier an. Ja, die ist tatsächlich so ein bisschen bläulich. Mohnwild. Wild! Es ist einfach eine wilde Blume. Aber ich würde sagen, wir belassen es jetzt bei diesem 2,5-Stunden-Video. fast zumindest. Und ja, es ist ein wunderbares Game. Ich bin mir sicher, dass wir hier nochmal reinschauen werden im Stream. Also es wird ein Part 2 kommen auf YouTube. Macht euch da mal keine Sorgen. Und es ist super cozy. Also gerade so abends da mal reinzufuchsen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin auch gespannt, wie die Story weitergeht und die Statuen, die wir da machen können. Und natürlich auch auf das Gewächshaus. Vielleicht schaffen wir das nächstes Mal, das aufzumachen. Und ich wünsche euch, YouTube-Zuschauern, noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo. Schaut auf Twitch vorbei, schaut auf meinem YouTube-Hauptkanal vorbei und gerne auch auf TikTok und Instagram. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Bye-bye.